Die Bücher, die die Welt bedeuten, werden wir heute durchnehmen in einem weiteren gelesenes, gespieltes Phantasmagoria. Phantasmalesia, sucht euch einen Namen aus mit dem Gregor. Oh Gregor, mach dich doch mal nützlich. Ja, hallo. Hallo. Was hier so alles im Keller rumliegt. Zum Beispiel ich. Ja, der Gregor haben wir gefunden. Wir haben ihn lange gesucht. Ich meine, wir haben ihn erst eine Zeit lang nicht gebraucht. Ja. Und dann irgendwann sieht man ihn hier unten so eingestaubt, Kisten liegen drauf. Hol doch mal das Buch. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich in den Keller gegangen bin, um das Buch zu suchen für den zweiten Teil. Und auf einmal... Hast du gefunden? Ich habe es aber auch gefunden. Ja, da ist es ja. Da ist okay. Das Buch. So, können wir jetzt mal anfangen. Wir waren, glaube ich, bei Seite 30. Seite, hast du ein Lesezeichen 30. drin gehabt? Ja, wir haben irgendwo die eine geknickte Ecke. Ja. Oh. Ja, hier. Da hier ist irgendwo. Es, da ist es. Ja. Moment, können wir hier rauslesen. Wir könnten den Gag auch einfach komplett durchziehen. Aber eine Stunde lang aus diesem Buch lesen. Das ist aber so wie bei Top Secret, finde ich immer, ne? Da gab es ja auch das mit der Lupe, mit dem Auge ganz vorne an der Kamera. Das war, ja. Oder das riesige Telefon. Ey, das gibt's nicht mehr. Filme mit Riesenprops. Also einfach so Sachen, wo irgendwas enorm groß ist, warum nicht? Es ist immer lustig. Ich behaupte es immer. Auch die mit den Stiefeln, wo der eine telefoniert mit den Stiefeln am Dings und dann die Beine wieder runternehmen, die Stiefel bleiben liegen. Ja. Ist einfach Instant Gags. Das Riesentelefon. Hallo? Vielleicht ist alles so in den 70ern, 80ern schon abgearbeitet worden und die denken alle, ach, das kennt man ja schon. Ich war nochmal vorbeigefahren, um zu sehen, was die Jungs vom Labor über Norddeutscher Kette herausgefunden hatten. Das, welches wir am Pier gefunden hatten. Man kann sehr viel durch Faserproben herausfinden, wenn sie nicht zu nass geworden sind. Und ich hoffte, dass wir in diesem Fall nicht zu trocken dastehen würden. Hey, aufpassen! Polizei, stehen bleiben! Hat jemand das Kennzeichen erkannt? Na, aber es funktioniert heute noch. Also, ja, das denkt man ja eigentlich bei Transformers auch. Oder? Auch zuletzt, die machen ja jetzt oft immer diese Bauchbinden, die eingearbeitet sind in die Welt dort. Ne? Wie bei Fringe beispielsweise oder sowas. Da siehst du hier New York, aber es ist so, als ob die 3D in der Welt sein würden, die Buchstaben. Ja, ja. Da habe ich zuletzt so einen Film aus den 70ern gesehen, da ist einfach ein Taxi gekommen und durchgefahren durch so Pappbuchstaben dann. Das ist das ja immer draufgelegt. Verdammt, den Gag müssen wir rausschneiden, weil den werden wir einen klauen. Den werden wir demnächst für Game One oder so klauen. Den werden wir zitieren, meinst du? Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Irgendwie, ich immer, wenn ich aufwache, denke ich an Phantasmagoria. Ich denke erstmal dran, du hast Phantasmagoria hinter dich gelassen, ja? Wir haben es durchgespielt, ja. Wir haben das gemacht, aber es ist so wie im Purgatorium, es kehrt immer wieder zurück. Ich habe das auch, ich wache auf, die Spiegel! haben wir die Katze mit dem Öffner, wo ist denn die nochmal hin? Wir müssen noch die Mauer. Oh Gott, nein. Und so wache ich auf. Ey, dieser Stuhl ist nicht hochlegefreundlich. Ja, nimm doch mal. Ich brauch das nicht. Ich mach das so. Ja. Ich habe Hexenschuss. Ich habe ja wirklich, kann ich kurz mal erzählen, mir die Schuhe bei ihren, abends die Schuhe zugebunden. Weder die Tatsache, dass ich mir die Schuhe zugebunden habe, noch der Tag oder Nacht ist relevant dafür, aber ich erzähle trotzdem. Und plötzlich, bam, wie als ob dir einer so richtig schön mit einem Stahlschuh ins Genick tritt. Und das ist eine Woche her. Und ich bin 34 Jahre alt. Und ich habe Schmerzen im Rücken. Also ohne Grund. Mach ich klar. Einfach nur vom Bücken, ja. Und ich mache sogar Sport. Ich bin sportlicher als die letzten 20 Jahre meines Lebens. Hat nichts gebracht. Ja, vor 10 Jahren wäre es, ich habe mir einen Hexenschuss geholt beim Kitesurfing. Und jetzt ist oder es, das in 10 Jahren muss ja ein Hexenschuss wahrscheinlich, wenn du ans Kacken denkst. Oh Gott, dann muss ich meine Frau anrufen. Hier, ich sitze auf dem Klo, du musst mir helfen. Dann muss sie mich da raushiefen. Und währenddessen bröckelt alles ab. Wie bei Lethal Weapon 2, wo Murtaugh auf dem Klo war, ja, wo dann auch
sich alles mal kaputt. Was willst du denn da machen? Ne? Du sitzt auf dem Lokus und dann hat jemand eine Bombe dahin getan und du kannst. Ja. Jeder sieht deine Schande. Jeder sieht deine Schande. Bedecke deine Schande, Tochter. So werde ich später auch reden mit meinen Kindern. Ey, super. Schande. Ja. Das ist ein gutes Wort. Das ist wie bei Carrie. War das Carrie? Der Film, ja, auch das Buch von Stephen King und dann ja. Der Film. Da waren doch, wurden doch Brüste von der Mutter, die ja auch total religiös war. Ja. Stephen King hat ja immer diese fiesen religiösen Mutterpersonen. Schmutzkissen. Schmutzkissen. Weil die kommen wegen der Sünde. So irgendwie war es. Es war herrlich. Es war immer, Stephen King war da sehr blumig bei solchen Sachen. Ja, gut, der Film war ja wahrscheinlich noch schlechter. Ich rede ja vom Film und der war wahrscheinlich nicht Stephen King. Obwohl, wenn Stephen King mitgemacht hat, war es ein schlechter Film. Wenn er eine Sprechrolle hatte, war es ein fürchterlicher Film. Das ist so die Regelung. Ja, so die, ich meine, du kommst ja an nicht viel ran als bei Shining. Das ist eh ganz, ganz weit oben, was Stephen King-Verfilmung angeht. Und das ist der, wo Stephen King gesagt hat, der gefällt ihm am wenigsten. Ja, na? Weil Kubrick auch die Scheiße aus dem rausgefilmt hat, aus dem dafür Stoff. Wenigstens, ich glaube, der einzige Gute, wo King dann beteiligt war dieses Maximum Overdrive, wo die der Kohleautomat so zum Leben gekommen ist. Und sowas, der ist ein Geldautomat und der Geldautomat beschimpft ihn. Honey, come on over here, sugar buns. This machine just called me an asshole. Er sagt genau. Noch so, verpiss dich, Arschloch, oder so. Und der dampft da ab, der Stephen King. Es ist so traurig. Da hat er Regie geführt, gell, glaube ich. Er hat da Regie geführt. Ich glaube, das ist der einzige, wo er dann mal wirklich so beteiligt war. Der Rest hat Schamalama-Ding-Dong-mäßige Ausmaße, was die Qualität angeht. But I want to tell you about a movie called Maximum Overdrive. Which is the first one I've directed. Wow. Aber selbst M. Night Shyamalan. Okay, da hast du dann Shyamalan gedacht. Ja. Wo Shyamalan Ding Dong? Es muss so ein Inder sein, den ich nicht kenne. Erzähl weiter. Das ist immer, ja, jeder Inder ist Shyamalan Ding Dong, ja, und jeder Asiate Johnny Ping Pong. So, da kann man sich leicht merken. Das ist ein gutes Duo. Die beiden. Na egal. Johnny Ping Pong. Buddy Movie. Leider, aber selbst, ich glaube, wenn ein Regisseur dem Phantasmagoria-Mythos gerecht werden würde bei einer Verfilmung, dann ist es M. Night Shyamalan. Ja, ja, der würde richtig die Düsternis rausholen aus diesem Machwerk. Im Endeffekt ist das Drehbuch ja hier schon geschrieben. Alles da. Kann man direkt verfilmen, ist quasi wirklich Hollywood-Gold. da sind auch schöne, also auch so für einen Offsprecher, wenn man da einen haben will, sind so James Earl Jones, sind schöne Alliterationen drin. Also das klingt, fließt immer so gut raus, weißt du, wenn man das spricht. Kann auch noch, was weiß ich, sich so einen russischen Akzent dazu holen und ein bisschen seine Erstern rollen, weil einfach so, weil das kann. Das werden wir vielleicht mal ausprobieren heute. Wir probieren heute mal ein bisschen was aus. Wir testen ein klein wenig was aus. Ich wollte gerade sagen, entgegen meiner Erwartung kam ja Gregors peinliche Stimmenimitation gut an. Ich fand es auch sehr, sehr merkwürdig, dass die Leute nicht schreiend das Ding abgeschaltet haben, dass zum Fenster gesprungen sind. Ja, aber dann machen wir das weiter so. Wir schauen mal, wo die Stimmbänder hingehen. Ich denke auch einfach, die Leute, die das jetzt gucken, das ist wirklich der Bodensatz der Gemon-Gesellschaft, weil das sind nicht nur Leute, die das Spiel mit Bart geguckt haben bis zum Ende, sondern jetzt auch das Buch noch und noch einen zweiten Teil. Seien wir doch mal ehrlich, ihr habt kein Leben. Wir aber auch nicht, wir sitzen im Keller. Wir sind natürlich ein bisschen schuld daran, weil wir verrohen sozusagen die Geschmacksknospen der Leute oder die Humorknospen. Ja. Weil ich mir vorstelle, wenn du dann einmal da durch bist, du lachst ja dann über alles. Ah, guck mal, der Hund hat einen hochstehenden Schwanz. Also fangen wir an bei Hoppla. Seht euch diesen Trottel an. Lässt seine Notizen fallen. Oh, eine Alliteration. Ja. Sebastian, wenn du es reinschneidest, eine Simpsons-Referenz, die möchte ich bitte sehen, die Minimation. Das kann man aber machen. Das macht man jetzt, machen wir jetzt zum einen zum Druck, um Druck auf Sebastian zu erzeugen, dass der zweite Teil genauso gut wird. Zum anderen aber auch als Lob. Da hat der Sebastian aber mal richtig viel reingehauen. Richtig viel Aufwand. Also hat er sich wirklich eingesperrt selber und selbst den Wahnsinn ergeben. Ja, genau, und sehr, sehr schön geworden. Viel besser als die Wahrheit. Er hat sich selbst eingesperrt und hat sich selbst erst wieder rausgelassen, als es fertig war. Als es fertig war. Ich habe fertig und dann hat er sich tot hingelegt. Dann hat er sich tot hingelegt und war nicht mehr gesehen. Eigentlich sollte Sebastian heute die Kamera aufbauen. Er ist weg. Und er ist verschwunden. Er hat einfach so Angst davor gehabt. Er hat in den Themenplan geguckt. Phantasmalesia? Und
dann siehst du nur so eine Staubwolke, wie sie durch Deutschland zur nächsten Grenze. Und dann läuft er dann durch die Bauchbinde, die dann so rumsteht. Ja. Und er läuft den Roadrunner tot und solche Geschichten. Verdammt, warum haben wir das nicht alles gedreht? Warum müssen wir das hier alles erzählen? Das wäre so große. Ach, wir werden uns dran erinnern, wenn wir wieder Redaktionsbesprechungen haben. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Okay, nur nochmal, das machen wir wirklich mit dem Durchrennen. Das müssen wir. Ja, ja. Durch so ein Text-Insert und dann. Pff. Super. Wir sind bei Seite 31, also wir haben bei Seite 30 aufgehört, wir können hier gucken, ist ja noch nicht wirklich weit. Mhm. Wir haben uns jetzt gerade hier so eine Strategiebesprechung gehalten und haben gedacht, es sind 300 Seiten. Wir haben 30, also wir lesen jetzt immer 30 Seiten. Ja, das sollte reichen. Finde ich, das ist ganz gut. Ansonsten werden wir belangt vom Werden wir belangt vom Generalmedizinamt. Lese. Generalmedizinamt. Klingt wie Zombie-Apokalypse. Popokalypse. Ich fange mal an, ja? Ja. Ich fange mal einfach an und du kannst ja, sobald du es nicht mehr aushältst. Sobald die Stimme rausfällt? Ja, dann es wird nicht geredet, keine Sorge. Oh, okay, ich gebe einfach an dich weiter, sobald Leute miteinander reden. Oh, das dann in drei Seiten. Das ist der Staffellauf, wo der Typ es einfach nicht haben will. Nein, behalt ruhig. Nein, weil es ist. Ah, oh, fallen gelassen, da kommt jemand raus. Ich bin bereit. Okay. Beseele meine Ohren. Jetzt muss ich die James Earl Jones Stimme rausholen. Nachdem. Nee, ich kann's nicht. Nee. Nach einem Wort schon. Okay, Abbruch. Nachdem sie die beiden Becher und den Löffel abgespült und zum Trocknen in das Abtropfgitter gestellt hatte, verließ Adrienne die Küche und stromerte mehr oder weniger ziellos durch das große, weitläufige Anwesen, das einsam und allein auf diesem kleinen, vielleicht 2 Quadratkilometer großen Eiland direkt vor der Küste Massachusetts thronte. Bloß durch eine lange Holzbrücke mit dem Festland und der Zivilisation verbunden. War das dieser, ist die lange Holzbrücke der Baum, den wir umgestoßen haben? Nein, noch nicht. Da ging es ja dann zum Gartenhäuschen. Ich glaube, das ist das, was wir nicht gesehen haben, irgendwo, wo die Männer das Auto drüber geschoben haben, stimmt, im Off. Da hat er mal was erstellt. Was erfunden, was wir nicht im Spiel gesehen haben, nämlich die lange Holzbrücke. Ja, wir hatten ja das Anwesen, die Bilder waren ja drin, wo der Auto versucht hat, dann zumindest geografisch das Anwesen dann so zu erklären. Und irgendwie, Nipa Womsit besteht hier aus Haus, Brücke und der verrückte alte Mann oder so. Komplett. Das ist komplett Nipa Womsit. Irgendwie so, ja. Das ist ein National Treasure. The Crazy Old Man. Okay, thronte. Bloß durch eine lange Holzbrücke, die wir nie gesehen haben, mit dem Festland und der Zivilisation verbunden. Da die gesamte Insel Privatbesitz war, der gehört dem Fotografen mit dem langen Haar, konnte man hier vollkommen ungestört leben, trotz der ganzen Touristen, die im Sommer die Küste unsicher machten. Davon haben wir nicht einen gesehen. Wir haben auch keine Küste gesehen. Aber na gut, da ist immer ein Typ mit dem Koffer durchs Bild mal gelaufen und dann ein anderer Typ dann, also hier, was, wenn man in das gleiche Bild reingegangen ist. Waren da wirklich Touristen? Ich habe keinen gesehen. Ich dachte, das wären Einheimische. Man kann es ja vielleicht... Der Hund war ein Tourist. Der Hund war ein Tourist, ja. Er kommt vorbei und sagt, wo kann ich denn das Urmel hier sehen? Oder irgendwie sowas. Das Urmel im Wald, ja, der alte Mann. Da sind wir wieder bei dem alten Mann. Eigentlich überlegte Adrienne indes sie durch den Speisesaal mit seiner fast 10 Meter langen, massiven Tafel ging, an der früher bestimmt prachtvolle Festgelage gefeiert wurden, glich das Anwesen aber mehr einer mittelalterlichen Feste als einem Haus. Er hat schon versucht, hier ein bisschen intellektuell rumzuschwafeln. Feste. Hast du so eine Liste gemacht mit Wörtern, die drin sein müssen, und dann reingeworfen und drumherum geschrieben. Feste, Was haben wir denn noch? Hier war doch noch irgendwas. Küste? Nee. Thronte? Eins war noch, warte mal. Achso, Stromatte finde ich auch ganz gut. Stromatte, ja. Denke ich sonst immer nur an Alf, der durch die Küche stromert. Ja, stromert. Lucky! Ich will dir was zeigen. Ich lach mich tot. Das Gebäude besaß 3 Stockwerke plus Keller und Dachboden. Insgesamt mehr als 3000 Räume. Nein, 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Ist das jetzt eine Beschreibung in Immobilien-Scout 24 oder ist es ein Buch? Die Räume waren riesig mit hohen stuckverzierten Decken, Holzvertäfelungen und edlen Marmor und Holz. Und edlen Marmor oder Holzfußboden. Durch das antike Dekor strahlen die Zimmer Eleganz, Stil und eine gewisse Klasse aus. Wenn man sich das eher triste, graue Äußere der Fassade wegdachte, konnte man fast glauben, sich in einem Schloss zu befinden. Oh, ja, hinter Schloss.
zu befinden. Ja, sich hinter einem Schloss zu befinden. Er hat anscheinend wirklich die Hintergründe interpretiert. Also er spricht ja gerade jetzt hier von dem Saal, wo wir hier ein bisschen hier den Schürhaken-Porn gemacht haben. Muss das ja sein? Ja, es sind schon die Räume. Ja. Aber das sah doch von außen auch schön aus, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich dachte, es wäre ein schönes Haus gewesen. Und sah aus wie ein Schloss. Eigentlich schon. So viktorianisch, ein bisschen edel und so weiter. Nur die Bewohner. Daran hakt es meistens. An den Bewohnern hakt es, an den Untoten. Das sieht alles gut aus, aber nicht für die Läuse eben. Die im Garten, die im Gartenhaus in den kleinen Blumenkübel gepresst wurden. Geh mal die Blumen gießen. Nein! Ja, vielleicht wächst ein kleines Menschlein draus, eine kleine Frau wahrscheinlich eher. So funktioniert das. Ja, so funktioniert Fortpflanzung, Gregor. Ich dachte, es ist so wie bei Funflash. Man gibt zwei Störche ab und dann kommt ein Baby raus oder so. Naja, doch, siehst du, du hast so kleine so Automaten in den Supermärkten, da musst du deine Genitalien reinwerfen und unten kommt dann das Kind raus. Bis vor wenigen, nein, du reinwerfen, reinhalten. Sowas. Das ist so wie eine Kreditkarte, muss man kurz abchecken. Lang schubbern. Oh Gott, wir haben noch nicht mal eine Seite. Okay, jetzt lese ich mal ein bisschen vor. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich mache nichts. Bis vor wenigen Monaten hätte Adrian noch jeden, der ihr sagte, dass sie eines Tages in so einem Kasten leben würde, für verrückt erklärt. Auch als Don irgendwann im Juli eines Jahres nach Hause kam und ihr in der Zeitung die bebilderte Anzeige zeigte, mit der das Haus zum Verkauf angeboten wurde, hatte sie es nicht geglaubt. Selbst wenn der Kaufpreis so niedrig war, dass es unsinnig erschien, auch nur einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden, ob sie das Anwesen kaufen sollten oder nicht. In der Anzeige PS, Geister. Geister und Zombies, sie werden eventuell sterben nach 7 Tagen. Es ist eine Welt, wo die eben keinerlei Horrorfilme haben, weil jeder, der einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, kauf nicht das Haus, was $5 kostet. Kauf nicht das günstigste, größte Anwesen. Ja. Selbst nachdem sie mit dem Makler Robert Tompkins aus Nipawomset, dem Örtchen, an dessen Peripherie das Eiland lag, telefonisch einen ersten Gesprächstermin ausgemacht hatte und Don von Boston erfuhr, um sich das Haus anzusehen, zweifelte sie noch immer daran, dass dieses imposante Anwesen bald ihnen gehören würde. Die Zweifel schwanden erst, als im September schließlich der Kaufvertrag unterzeichnet wurde und Don Jordan der neue rechtmäßige Eigentümer von Carnovash Estate war. Ich hätte so gesagt, er kauft nicht nur das Haus, sondern auch einen Nachnamen mit dazu. Sie heißen jetzt Jordan. Ja, also da würde ich schon lieber Don Jordan. Wie hieß nochmal unsere Heldin? Das war... Ja, Adrian Delaney. Adrian Delaney, aber ich dachte, die hätten geheiratet. Nee, hatten sie noch nicht. Adrian Delaney. Ich hätte gedacht, dass er auch Delaney oder so heißt. Ja. Immerhin wissen wir, wie dann Don durch sein Fotografengehalt sich so ein Haus leisten konnte. Hat einfach nichts gekostet. Ja, hat wirklich nichts gekostet. Don Delaney müsste er eigentlich heißen. Eigentlich schon, ja. Doch wer wirklich geglaubt, kursiv, hatte, dass Adrian es erst, als sie am letzten Mittwoch mit ihrem halben Hausstand eingetroffen waren und einzogen. Ich muss echt mehr lesen, die Dinger, bevor ich sie lese. Es glich alles zu sehr einem schönen Traum, um wahr zu sein. Selbst wenn ihr das im gotischen Stil erbaute Anwesen mit seinen verwinkelten Ecken und Spitzdächern, mit den kleinen Türmen und Simsen und Erkern, den Kreuzrippengängen und den kunstvollen Torbögen manchmal nicht ganz geheuer war, wie ein Schloss aus einem düsteren deutschen Märchen. Deutschen Märchen. So, sie ging hinüber in die Eingangshalle und obwohl sie nun bereits seit fast einer Woche in dem Haus lebte, wurde sie von neuem von dem Anblick überwältigt. Fast ehrfürchtig blieb sie unter der Tür stehen und ließ den Blick durch die Halle schweifen, in der problemlos ein zweigeschossiges Einfamilienhaus Platz gefunden hätte. Ey, du erinnerst dich, wie wir in der Halle gesagt haben, diese Proportionen. Da würde ein zweigeschossiges Einfamilienhaus. Schau dir mal diesen Riesenraum an. Was ist das bitte für ein Raum? Was soll es denn sein? Kein Gebäude der Welt hat so einen Raum, als sei es eine Kirche oder eine Lagerhalle. Ey, ich frage mich wirklich, ob der Autor das Spiel gespielt hat und sich halt auch gedacht hat, so, also, was habt ihr euch dabei gedacht, Grafiker? Ja, aber dann macht er eben einen Teil der Story sozusagen aus. Mann, das war ja merkwürdig, dass das so groß war. Das war ganz schön krass, ja. Da hätte ein eigenes Haus reingepasst. Die Wände waren komplett mit dunklem Kirschholz vertäfelt und mit zahlreichen Bildern und großen antiken Wandteppichen behangen, die klassische Jagdmotive oder Szenen europäischer Geschichte zeigen. Jagdmotive. Zwei Dutzend weiße Marmorsäulen, in denen verdreht wie Lakritzstangen. Mein Gehirn ersetzt immer Wörter. Das ist so schlimm. Eigentlich ist das ja so die Autokorrektur des Gehirns. Aber hier
ersetze ich manchmal Wörter falsch. Ja, dein Hirn ist einfach, es versucht normale Sätze draus zu machen, die eben nicht vollgestopft mit unnötigen Adjektiven sind. Es ist alles so ein bisschen schwulstig geschrieben, aber eigentlich, wenn man es vorher richtig liest, kann man es auch so vortragen, dass es gar nicht scheiße klingt. Aber man muss jetzt auch sagen, ich versuche ja auch immer vorzulesen, während mein Mund noch den letzten Halbsatz vorliest. Also egal, ich versuch's. Eigentlich könnte ich auch weiter so lesen, es wird ja eh nie jemand nachprüfen, ob da jetzt steht sich oder in Such. Oder eben so. Liebe Spacken von Game One, ihr habt auf Seite 44 kurz mal. Genau. Da steht aber Folgendes. Zwei Dutzende weiße Marmorsäulen, in sich verdreht wie Lakritzstangen, ragten zu beiden Seiten der Halle in regelmäßigen Abständen in die Höhe, als würden sie Spalier stehen. Spalier. Vor dem großen gemauerten Kamin stand eine großzügige Sitzgruppe aus rotem Leder, überschattet vom riesigen Gemälde eines dunkelhaarigen Mannes im Smoking. Mit dem Namen Graf Zahl. Graf Zahl, hallo. Hallo, das bin ich. Das bin ich, mein Smuck. Der vom Kaminsims auf die Sitzenden herabblickte. Oh, ja. Ich sitze hier vor meinem Kamin, ihr Maden. Das waren jetzt so knapp 2,5 Seiten. Er hat, glaube ich, 3 Ränderhintergründe beschrieben. Ja, wirklich einfach nur. Ja. War es eine rote Couch? Sitzgruppe aus rotem Leder. Ja. Sebastian, ja, komm doch mal kurz her. Kommst du kurz her, liest du kurz mal mit, kannst du mal 1-2 Seiten mitlesen. Wir haben schon über dich gelästert. Warum das denn? Nein, wir haben dich erst gelobt und dann aber auch wieder ein bisschen gelästert. Und das kommt immer wieder aufs Alte zu. Du kennst es ja. Wir können es nicht anders. Wir können nicht anders. Aber eigentlich haben wir dich, am Anfang fing es an, dass wir dich gelobt haben. Dann haben wir uns gewundert, wo du warst, weil eigentlich solltest du uns heute ja helfen aufbauen. Ja, ja. Und dann haben wir gedacht, du hast gemerkt, dass heute was heute ist und wärst ab nach Mexiko. Ja, Nach Nipawomset. Ab nach Nipawomset. Ja, Achtung, jetzt es geht los. Ein paar Meter weiter thronte ein antikes Tafelklavier. Rechts neben einer reich verzierten Doppeltür, die zum Kino führt. Das war die doch, gell? Das war die, ja, wo man nicht rein konnte. Ja. Die zu beiden Seiten von steinernen Meerjungfrauen flankiert wurde, dräute eine altmodische Apparatur einem von diesen Horoskopautomaten auf dem Jahrmarkt nicht unähnlich, in dem eine exotisch aussehende Wahrsagerin mit schwarzem Haar und Kopftuch vor 5 Tarotkarten saß und darauf wartete, dass sich jemand von ihr die Zukunft vorhersagen das ließ. Das irritiert mich gerade ein wenig. Also Satz. Das Kino war ja auf der gegenüberliegenden Seite von der Tarotkarten-Lady, weil die war am Hauseingang direkt. Das ist nicht ganz korrekt, wie es hier beschrieben ist. Du erinnerst dich sicher auch noch, wie es da aussah. Geil ist, muss ich dir kurz mal zeigen, hier wird sogar gesagt, dass in der Halle problemlos ein zweigeschossiges Einfamilienhaus Platz gefunden hätte. So, damals haben die einfach gebaut. Die haben später sich Gedanken gemacht, ob so, man damit gehört, was... Ja. Ja. So, gleich gebe ich weiter, kannst du schon freuen, gleich gebe ich weiter an Gregor. Nee, obwohl hier erst, weil dann wird vorgelesen. Dann finden Dialoge statt. So. Oh Gott. Ich fühle mich jetzt schon. Neben der breiten Eingangstür wand sich eine Treppe spiralförmig, das stimmt, in den ersten Stock des Hauses hinauf. Der Boden bestand aus grauem und weißem Marmor, der kunstvoll in verwinkelten Mustern und Verschachtelungen angelegt war. Es war einfach ein Traum. Da muss ich am meisten überladen. War nicht mein erster Gedanke, als ich da reinkam. Ja, es gibt auch Traum-Alb. Ja, aber nee, Albtraum, die wissen schon, wie man Albtraum schreibt, weil es steht ja hier vorne auf dem Cover. Es ist ein Wort, das ihnen geläufig ist. Ja. Ja. Ein Wort wie, Moment, jetzt suche ich ein schlechtes. Mich dräute es vor diesem Wort. Mich dräute, genau. So. Adrian verließ ihren Platz bei der Tür, ging hinüber zu der Sitzgruppe vor dem Kamin, in dem noch die graue Asche des Vorbesitzers lag. Des Feuers. Ach so, okay. Das Don gestern Abend für sie entfacht hatte, merkte, dass Spaz es sich auf dem Sofa und bequem gemacht hatte. Ey, einfach wie Spaz auch geschrieben. Mit Z, oder? S-P-A-Z-Z. Ja, nee, mit 2 Z. Okay, weil Spaz ist ja normalerweise auch hier so Spasti. Dann, ja, aber also der Wortstamm ist schon Spaz. Ich fand's sehr gut. Adrian, Schatz, ist dir ein bisschen kalt? Moment, ich zünd mal einen Vorbesitzer an. Oder noch 2. Ich leg einen drauf. Das ist mein Ding, weißt du? Du imitierst Stimmen, ich baue so kleine Bonus ein. Du versuchst es einfach nur interessant für dich zu gestalten. Ja, weil mich selbst. Das ist wirklich der weltlängste Regieanweisung, die du dann dort hörst. Ja, so das Set-Design. Ja, du hast recht. Alles, was wir bisher gelesen haben, ist einfach nur, sie kommt da rein und läuft durchs Haus. Ja. Der Kater regelte sich ungeniert auf dem Lederpolster, das Biest. Seine langen Schnurrhaare zuckten unruhig im Schlaf. Möglicherweise jagte er im Schlaf die riesigen Mäuse, von denen Don vorhin in der Küche gesprochen hatte.
Adrian ließ sich neben dem Kater auf das Sofa sinken und kraute beiläufig das weiche, seidene Fell, während sie zu dem Gemälde über dem Kamin hochblickte, hochschaute. Sie vermochte nicht recht zu sagen, warum, aber irgendetwas an diesem Burschen kam ihr unheimlich vor. Fast, als würde von ihm eine dunkle Aura oder sowas ausgehen, die die junge Frau spürte. Schon so Foreshadowing so, hast du das schon genannt, gell? Genau, ja. Ich so, how you doing? How you doing, baby? Der will sie einfach nur knattern. Er versucht sie anzugraben und für sie kommt es ein bisschen creepy rüber. Das ist der welterste Zeitreiseporn durch die Zeit geknattert. Ich weiß nicht mehr, wo es herkam, aber ich kann mich erinnern. Hey, how you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Dabei sah er im Grunde durchaus sympathisch, sogar ziemlich attraktiv aus. Um die 40, ein schmales, herbes Gesicht mit markanten maskulinen Zügen, hoher Stirn und ausgeprägten Wangenknochen. Seine Nase war gerade und ausdrucksstark. Über den dunklen, fast schwarzen Augen wölbten sich sichelförmige Brauen. Das volle, dunkelbraune Haar war kurz geschoren und verlieh ihm trotz der Reife, die sich in seinen Zügen zeigte, einen seltsam jugendlichen, fast knabenhaften Ausdruck. Adrian betrachtete das Gemälde nachdenklich, musterte das glatt rasierte Antlitz, von dem einem nach... Ist es nicht Antlitz? Antlitz. Na gut, habe ich vielleicht falsch vorgelesen. Das von einem namenlosen Künstler vor Jahrzehnten in Öl festgehalten worden war. Vor Jahrzehnten? Der war doch vor 150 Jahren dann fast. Ja, sie weiß das ja noch nicht. Für okay. sie wirkt das sie noch ist nicht jetzt so alt. Buschikos. Junghaft. Nach einer Weile wandte sie sich schließlich seufzend ab, ließ Spaz schlafen und stand auf. Oh, Schleichwerbung. Die Sohlen ihrer Nike-Turnschuhe quietschten leise auf dem Marmor. Also, da hat Nike aber richtig Kohle gelatzt, sag ich dir. Ja. Übrigens, da würde ich gerne mal jetzt, du bist ja dann der Mann, der später wieder die ganze Arbeit hat damit. Check mal aus, ob die wirklich Nike-Turnschuhe anhat. Ja, wenn nicht, baue ich Nike-Turnschuhe ein. Wenn nicht, baue mir deine einfach, kannst du da drüber tracken. Genau. Ja, oder wir lassen einfach diesen Nike-Schwung einfach in die Schuhe so reinmontieren von unseren Grafikern, dann musst du das nicht machen. Ja, perfekt. Sebastian ist dabei. Du kannst gleich wieder gehen, aber es ist doch ganz nett. Mann. Ja, kannst mal sehen, wie viel Spaß das macht hier. ich lese ja weiter, du kommst gleich dran. Ich will auch nicht, also ich mach's auch nur, ich opfere mich nur hier. Du musst dich dann einfach ausruhen, nach so viel Deskription. Ja, es macht aber Spaß auch, es macht ein bisschen Spaß vorzulesen. Die Sohlen ihrer Nike-Turnschuhe, dafür habe ich jetzt Geld bekommen, dass ich das nochmal vorlese, quietschten leise auf dem Marmor, als sie die Halle durchquerte und hinüber zur Treppe ging. Sie war gerade die ersten beiden Stufen hinauf, als sie mit einem Mal ein verhaltenes, hohles Klappern vernahm, wie von einer Münze, die zu Boden fällt. Verwirrt blieb sie stehen und schaute sich um. Zuerst konnte sie auf dem Marmor nichts entdecken. Dann aber sah sie drüben bei der Wahrsagerin etwas Rundes, Schimmerndes auf dem Boden liegen. Neugierig stieg sie die Stufen wieder hinunter, ging zu der Maschine und bückte sich... Punkt. Bückte sich. Don kam aus einem anderen Raum. Ach, ich muss aufhören damit. Um den Gegenstand aufzuheben und drehte und langsam zwischen ihren Fingern hin und her zu drehen. Es war eine Münze, ungefähr so groß wie ein Nickel. Eine Spielzeugmünze aus rötlichem Messing, auf der die Wahrsagerin aufgeprägt war. Adrian stand auf und besah sich die Maschine einen Moment lang unschlüssig. Dann zuckte sie erwartungsvoll die Schultern und steckte die Münze in den Schlitz an der Unterseite des klobigen Apparats. Unvermittelt erwachte die Wahrsagerin zum Leben, begleitet von altmodischer, klimpernder Kirmesmusik. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Braun, Das ist aber schon so. Eingebaut. Oh, dann synchronisiert drüber über die Stelle einfach was anderes. Aber es ist wirklich klimpernde Kirmesmusik. Ich hätte es auch nicht besser bezeichnen können, was da kommt. Rotes Licht überzog das Gesicht der Puppe von unten her mit einem geheimnisvollen Glanz. Ihre Augen flammten in leuchtendem Giftgrün auf. Mit einem mechanischen Summen hob die Wahrsagerin den Kopf und fuhr mit der rechten Hand ruckartig in die Höhe. Scheiße. Es war eine sehr alte Wahrsagerin. Nein, schneid das weg. Nein, ist so eine Spaß. Hallo, jetzt bitte. Keiner von dir meint das doch ernst. Ja, genau, meine Hand ist nur ein bisschen aus Versehen hochgeschnitten. Nein, das sind Zuckungen. Jetzt wirklich, wir machen nur das pantomimisch nach, was hier angedeutet wird. Das sollte es sein. Im Notfall kannst du die Grafiker nachbauen. Ja, kannst du mir einen Muffin in die Hand montieren. Nee, oder er montiert uns Schnurrbärte über den Raum stattdessen. Das macht es nicht besser. Das macht es authentischer, nicht besser. nein, jetzt mal im Ernst. So. Ich meine, hier sitzen ein Grieche, ein Halbrusse und du bist doch sicher auch kein Deutscher. Doch.
Doch, ja. Mein Beileid. Also der, ja. Mein Beileid, verpasst genau. Was? So, mit einem mechanischen Summen, also nee, da waren wir schon mit bei der Hand, die vor ihr ausgebreitet lag. Dann nahm sie die letzte Karte auf, präsentierte sie dem Betrachter, legte sie zurück und sackte wieder in sich zusammen. Das Licht erlosch, die Musik verstummte stockend. Ein schmaler Streifen Papier schob sich aus dem Schlitz oberhalb des Münzschachtes. Gleichzeitig ertönte ein leises Klirren, als die Messingmünze wieder ausgespien wurde und im Auswurfschacht liegen blieb. Die Show war vorbei. Die Show war vorbei. Wir haben nicht jetzt gehört, was draufsteht. Ja? Nee, jetzt kommt's natürlich. Sie liest das wie im Spiel, liest sie sich selbst das vor, anstatt es zu denken. Aber du kannst gleich gehen. Zwei Seiten noch. Jetzt kommt ja das Highlight. Wahrscheinlich nein. Die Show war vorbei. Neugierig riss Adrian den Papierstreifen ab. Das Böse wird... Achso, nee, sie liest ja vor, ne? Sie liest vor. Das Böse wird zurückkehren, las sie halblaut, was auf dem Streifen stand. Sie runzelte die Stirn. Was soll das denn nun bedeuten? Also, nach chinesischen Glückskeksen klingt das ja nicht gerade. Sagt sie das zu sich selbst? Das sagt sie zu sich selbst, ja. Verrückt. Sie las die Nachricht ein zweites Mal, schwarze Lettern auf weißem Grund. Dann knüllte sie das Papier zusammen und warf es in einen Bogen in die Vase, die neben dem Apparat stand. Die kleine Papierkugel verschwand beim ersten Versuch. Wow. Es wurde ja automatisch getrackt. Sie hat ja nichts geworfen, sondern es wurde ja in die Grafik reingetan, dass sie immer in diesem geilen Bogen das Ding perfekt reintrifft. Let's get ready to rumble! Dass er sogar das noch reingeschrieben hat, wie sie jedes Mal... Er hat einfach geil. Sachen gesucht, über die er schreiben kann. Und da wird einfach mal eine Animation in zwei Absätzen beschrieben. Der erste Draft von dem Buch war 50 Seiten. Ey, ich bin fertig, 50 Seiten. Ja, nee, das muss schon... Kannst du da nicht noch ein bisschen... Kannst du da nicht noch... Wir müssen den Platz im Bastard-Lübbe-Regal dann füllen. Ja, genau. Das da ist mindestens ein Zentimeter noch Platz. Adrian grinste. 2 Punkte. Oh Gott. Stimmt, für ein 3 hätte sie Instant ja 7 Meter. Bitch-Slap. Sie ließ die Wahrsagerin allein und stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock, die Hand am massiven Eichenholzgeländer. Entschuldigung, mein Gehirn, ich hasse mein Gehirn wirklich. Die Hand am massiven Gehirn schaltet sich ein. Ja. Der Eindruck von Prunk und Eleganz, der bereits unten in der Halle überdeutlich zutage trat, maximierte sich hier oben. In diesem Stockwerk befanden sich die Schlafzimmer der ehemaligen Bewohner. Der breite, lange Flur, von dem links und rechts in gewissen Abständen hohe Türen abgingen, war mit einem braunen, dicken Teppich ausgelegt, der sämtliche Schritte verschluckte. Satz zu Ende. An den Wänden hingen alte Gemälde in wertvollen Rahmen, Stuck an der Decke. Alle paar Meter standen große, verschnörkelte Leuchter auf halbhohen Tischchen. Ja. Adrian ging den Korridor hinunter und betrat ein Zimmer, auf der rechten Flurseite, in dem sie bisher sich noch nicht gründlich umgesehen hatte. Es war das Schlafzimmer einer Frau, so viel war sicher. Da hängt auch das Gemälde von dem, vom Graf Zahl, oder? Das ist doch das mit dem, wo auch dieses, ich bin auf dem Bett und die Hände greifen nach mir. Ja, das oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gespoilert. Nicht spoilern, Mann. Obwohl, dafür, ich entschädige den Spoiler jetzt hier mit wieder einem coolen Wort. Ein riesiges Himmelbett mit einem purpurnen Baldachin. Ja. Aus Seide stand im Mittelpunkt des Raumes. Daneben thronten 2 alte Stühle und eine Chaise-Lounge aus elegantem braunem Stoff. Chaise-Lounge, ich kenne mich nicht so gut aus im mediterranen, wollte ich schon sagen, viktorianischen. Ja, das ist auf jeden Fall was sehr Intellektuelles. Einrichtungsstücken. Ja, es wird gegoogelt. Und dann arbeite ich nicht dran. Ja, gegoogelt. Chaise-Lounge. Ja. Kannst ja bei Wikipedia einfach googeln und einen Screenshot. Ich aber nur das Buch auf. Erstmals und letztmals verwendet in Phantasmagoria das Buch. Das ist ja die Käse-Lounge. Die Käse-Lounge. Das klingt lecker. Kommen Sie mit in die Käse-Lounge. Das ist doch super. Na egal. Ich würde es für einen Dollar kaufen. Aus elegantem braunen Stoff mit Stickereien verziert, die Chaise-Lounge. Es gab einen kleinen Schminktisch mit einem ovalen Spiegel und einem halben Dutzend Schubladen. Wie in vielen anderen Räumen befand sich auch in diesem Zimmer ein gemauerter Kamin, über dem das Gemälde einer relativ jungen Frau in einem altmodischen weißen Kleid hing.
Das lange, glatte Blondhaar fiel locker über ihre schmalen Schultern. Sie hatte die Hände im Schoß gefaltet. Selbst nach Jahrzehnten hing in dem Schlafgemach noch immer ein schwacher, mehr zu erahnender Duft nach Sommerblumen und einem schweren, süßlichen Parfum. Guck mal, das hat das Spiel euch alles nicht gesagt. Wie riecht Verzweiflung? So. Ja, doch, das stimmt. Man erfährt noch ein bisschen mehr. Man hätte parallel lesen und spielen müssen eigentlich. Ja, es riecht so fast wie ein Walkthrough. Vielleicht das nächste haben wir dann die Geruchsadaption von Phantasmagoria riechen mitmacht oder so. Ja, einfach eine Kollektion an kleinen Fläschchen mit Gerüchen, die zusammengenommen genau. Das komplette Spiel ergeben. Okay, Sommerduft. Oh, ich habe die Käselounge entdeckt. Das ist ein Dons vollgeschwitztes Fotolabor, wo er sich 2 Wochen eingeschlossen hat und wahnsinnig wird. Den Geruch hätte ich gerne. Kennst du noch diese ganzen Guides? Das gab es auf der Gran Turismo 2-Disc auch, die du reiben konntest und dann roch es nach Gummi. Ja, kannst du noch erinnern? Also das, ich kenne jetzt nicht Gran Turismo, aber die Reibefläche da, aber ich hatte... Wo waren das immer? Es gab doch so Comics. Es gab manche Comics. Ich hatte auf dem Super Nintendo gibt es das Spiel Earthbound und da war so ein Strategy Guide mit dabei in der US-Version und das hatte so komische Gerüche. Hinten an der Seite konntest du machen und dann hattest du den Geruch von Füßen oder Kotze oder irgendwie. Bist du dir sicher, dass du nicht einfach an was gerummelt hast? Das riecht ja nach. Klingt irgendwie unglaubwürdig, die Geschichte. Süßlichen Parfum. Adrian ging hinüber zum Kleiderschrank in der Ecke und öffnete ihn. Augenblicklich schlug ihr der unangenehme Geruch von Mottenkugeln entgegen. Und Socken unterbrochen. Sie verzog angewidert das Gesicht, fächerte den Gestank beiseite und besah die Kleider. Es waren elegante Abendkleider, wie sie die Frauen in den historischen Filmen trugen, die Ende des letzten Jahrhunderts in den amerikanischen Südstaaten spielten. Ich kenne nur vom Winde verweht, aber es war ja 34 oder so. Ja, das ist Sturm, ne? Fuck im Sturm, ne? Hast du es geguckt? Nee, ich frage natürlich nur, hast du es geguckt. Tatsächlich war Fackel im Sturm lief damals ja immer auf Kabelkanal. Jeden Sonntag irgendwie und das über, ich glaube, gibt ja 10 Teile oder sowas. Ja, ist ewig lang. Und damals meinst du letzte Woche. Das haben wir tatsächlich als Familie dann immer geguckt. Das ist aber schön. Na gut, da will ich gar keinen Witz drüber machen. Nee. Familienserien sind ja heilig. Ich sage ja auch nicht, ich habe Dallas und Denver Clan geguckt. Ja, musste ich auch aber mal gucken. Ja. Durfte ich auch mal gucken. Ja, einige davon sahen auf den ersten Blick noch brauchbar aus, doch als Adrian die Kleider einzeln durchging, stellte sie fest, dass die Mottenkugeln ihren Zweck offenbar verfehlt hatten. Das sind ja auch 30 Jahre alt. Hm? Ja. Nee, ich bin gerade, nennt man Motten tatsächlich Mottenkugeln? Nein, die Mottenkugeln, die man reinhängt, damit keine Motten damit da keine sind. Motten dann reinkommen. Also das Gegenteil von Motten. Also das die haben es kaputt gemacht. Sie haben ihren Effekt verfehlt, also die Motten haben sich davon nicht abschrecken lassen und haben die Kleider gefuttert. Das ist die blumige Sprache dafür, dass da nur noch ein paar Fetzen hingen mit Mottenkugeln. So. Überall wies der Stoff kleine Löcher auf, sodass die Kostüme noch bloß als Putzlappen sich eigneten. Hast du dir gerade dein Bubu gemacht? Ja, und schon meine Hose eignet sich nur noch als Putzlappen. Ein alter viktorianischer Schmutzlappen. Adrian stieß einen bedauernden Seufzer aus und schloss den Schrank wieder. Da habe ich improvisiert. Einen Moment lang betrachtete sie das Gemälde über dem Kamin und fragte sich, wie die Dame wohl in den jetzt nutzlosen Kleidern ausgesehen hatte. Dann ging sie hinüber zum Schminktisch, ließ sich auf den Stuhl sinken und zog eine nach der anderen Schublade auf. Die meisten waren leer und wenn nicht, dann enthielten sie nur nutzloses Zeug. Einen alten Kamm, mehrere Stücke Modeschmuck und diverse Dosen und Töpfchen mit Puder und Schminke, deren Inhalt so vertrocknet war, dass es nicht einmal mehr staubte, als sie öffnete. Das einzig Interessante schien ein zusammengefalteter Brief zu sein, der in der untersten Lade versteckt unter einem Satz gefalteter weißer Leinentaschentücher mit den eingestickten Initialen MC lag. Ja? Master Chief. Ich dachte auch gerade. Master Chief sitzt am Schminktischchen ja, und guckt, oh, das Make-up ist wieder trocken. Oh Gott, und alles. Glaubst du, Master Chief ist am Ende auch eine Frau? Ich sagte, wenn das Ding aufgeht, es wird leer sein, ja, weil Master Chief ist längst vor Jahrtausenden gestorben und es ist nur noch der Anzug. Es ist eigentlich eine Geistergeschichte. Der Bewusstsein entwickelt hat. Das kommt in die Putana raus. Ja, der quasi aus der Brust guckt eigentlich mal raus. Zwei Liputane und dann auf dem Schultern dann der zweite drauf. Auf dem Umschlag stand in geschwungener Frauenhandschrift ein Name, Gaston. Oui, oui, bonbon, Gaston, oui, Géramont. Adrian zog den Brief neugierig aus dem Umschlag, faltete ihn auseinander und überflog die mit blauer Tinte geschriebenen Zeilen.
Oh Gott, jetzt darf ich die, jetzt haben die einen Schreibschrift-Font dann gefunden. Ja, zeig mir mal die Kamera, weil das ist natürlich, da muss ja der Drucker ganz neue Buchstaben setzen. Schaut es euch mal hier an, also ob ich das vernünftig lesen kann oder nicht. Der war sicher auch am Abkotzen. Ja, wenn ich die Brille abnehme, ja, dann sieht es von weitem weg aus, also von hier sieht es arabisch aus, ja, so, weil es so geschwungen ist. Ja, wenn ich die Brille aufsetze. Kannst du auch in Arabisch vorlesen. Mein lieber Gastron, ich hab kein Arabisch. Ich hab nur Jiddisch. Jiddisch. Ja? Ach, okay, jetzt haben wir fast also alle Gruppen gegen uns alle gleichzeitig beleidigt, ja. Aber wenn ich so machen würde, mein lieber Gaston, ich kann es nicht erwarten, das dich zu sehen, mein Engel. Es ist schon viel zu lange her, lass uns ein paar Augenblicke für uns stellen, wenn wir nächste Woche auf Sultans Fest sind. Wir treffen uns im Pavillon, weg von all dem ausgelassenen Treiben. Ich muss echt sagen, ich finde die Stimme gerade sehr gut. Mein Engel, wie ich mich nach deiner süßen Küssen sehe. Deine süße Kuss. Die süße Kuss. Die süße Kuss. Zupf. Nach deinen starken Armen, die mich halten, mich beschützen. Oh ja, mein Geliebter, ich brauche Schutz. Ich fürchte, mein Mann beginnt so was zu ahnen. Er beobachtet mich Tag und Nacht. Vielleicht können wir uns fortlaufen. Für immer aus seiner Reichweite. Mein einziges Glück ist der Gedanke an dich, mein Engel. Für immer in tiefer Liebe, deine Marie. Achso, das war eine Frau. Mich, ja, ich wollte auch sagen, für mich wird jetzt, das ist noch schlimmer geworden, als du gesagt hast, der Mann, mein Mann merkt etwas. Aber das war eine der Frauen von Karnowasch. Ne, eine die der, sich, ja, der vielen. Ich glaube, wir hatten ja nachher gelesen von den ganzen tragischen Unglücksfällen mit der Frau und dem Liebhaber. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer Frau das war, die dritte oder vierte, glaube ich dann. Spätestens, das war auch diese Babygeschichte danach. War das nicht die sogar, die wirklich im Blumentopf landete? Ja, dachte ich tatsächlich auch. Ja. Oder? Die Reihe. Die Deine Maria, was? Die Düngerfrau. Oh, Carla, was machen wir denn? Ich erwarte den Blumengießer ein wenig. Was willst du denn mit dieser Topf? Wozu dieser Topf? Was willst du mit dieser Topf? Du mir auf den Kopf mit diesem Topf. Das tut doch weh. Autsch, Autsch. Autsch. Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Ich freue mich jetzt schon hinten auf die ganzen Horrorszenarien, wenn die geschrieben werden. Das wird fantastisch. Auf 8 Seiten. Das wird fantastisch. Adrian Stern. Willst du denn noch? Sebastian? Ja, ich bin tatsächlich. Okay. Komm, wir rücken mal ein bisschen zusammen, damit der Sebastian nicht so an der Ecke sitzt. Das ist ja voll unchillig. Ach, das ist doch immer hier so, dass ich an den Rand gedrängt werde, der Gesellschaft. Ja. Adrian Stern furchte sich. Nachdenklich furchte, also eine Furche. Runzelte sich. Furchelte sich. Krümmte sich. Furchte. Nachdenklich las sie den Brief noch einmal. Sie wusste, dass der frühere Besitzer des Anwesens ein gewisser Soltan Karnowasch gewesen ist. Soltan. Entschuldigung, die Namen. Soltan Karnowasch. Ja, also das letzte Mal habe ich von dem gehört, als er bei Big Brother noch im Haus war. Ja, genau, mit dem Weil anderen. Es war Zlatko war es, aber Soltan hätte es auch sagen. Bevor jetzt wieder gerade hat jemand eine E-Mail aufgesetzt. Leute, das war Zlatko. Ja, wahrscheinlich war es Zlatko, der gerade die E-Mail geschrieben hat. Ja. Zlatko im Game One Forum unterwegs. Wenn man manche Kommentare da liest. Gleich wieder angelegt. Nein. Ende des letzten Jahrhunderts, offenbar war er ein berühmter Varieté-Künstler, was seine abenteuerliche Sammlung exotischer Gegenstände weiter den Flur hinunter im Exponatenraum erklären mochte. Und die Frau, deren Gemälde über dem Kamin hing, Marie, war seine Ehefrau. Doch wie es aussah, war die Beziehung der beiden nicht besonders glücklich gewesen, wie aus dem Brief überdeutlich hervorging. Marie hatte einen Liebhaber gehabt und ihr Mann ahnte etwas. Beinahe sah es so aus, als hätten sich die Zeiten seit damals nicht sehr verändert. Also, jetzt. Weil Frauen immer noch was mit Kerlen haben. Immer noch, ja. Wer hätte das gedacht nach so vielen Zehntausenden von Jahren? Oder nee, wie alt ist die Erde laut Kreationismus? 6000? 5, oder? Erst, ja, mit Adam und Eva hat es angefangen und Karnowasch hat es weitergeführt. Ach, ob jetzt 5 oder 6000? Komm, ja. Schwamm drüber. Adrian schaute hinüber zu dem Gemälde über dem Kamin. Es war ein merkwürdiges Gefühl, einen derart intimen Brief von einer Frau zu lesen, die vor ihr in diesem Haus gewohnt hatte, gleichzeitig jedoch genau zu wissen, dass sie sie nie kennenlernen würde, weil sie schon lange tot war. Ja, Todesgrund, Karnowasch. Karnowasch. Unwillkürlich, schreibt der hier, der Leichenbeschauer, Todesursache, Karnowasch.
Unwillkürlich fragte sie sich, was für ein Mensch Marie wohl gewesen war, was Zoltan ihr angetan hatte, dass sie sich so danach sehnte, seiner Nähe zu entfliehen. Doch vermutlich würde sie darauf niemals eine Antwort bekommen. Sie faltete den Brief wieder zusammen und legte ihn zurück in die Schublade, bevor sie aufstand und das Zimmer verließ. Direkt gegenüber lag das Gemach von Zoltan Karnovas. Sie überquerte den Korridor, öffnete die Tür und trat ein. Das ist jetzt der große Raum, ne, wo wir dort hatten wir erst den Graf Zahl gesehen mit dieser Couch, wo sie die kantigen Beine hatte, wo sie sich draufgelegt hat, weiß ich noch. Die kantigen Beine, ja. Ja, das war auch ein riesiger Raum auf jeden Fall. Es ist so schwer, sich dieses, ich meine, die Treppe hoch war klar und dann links rein, dann das Frauenzimmerchen, aber jetzt der nächste Raum ist nicht mehr. Ich hätte sonst gedacht, dass sie noch beim Bumskorb-Baby sind, weil der Raum ist ja noch irgendwie davor. Stimmt, ja, das ist gegenüber, gell, von dem Frauenzimmerraum ist das der Gegenüberraum. Das müsste eigentlich, ja, vielleicht wird das hier dahin in der... kommen die Folterinstrumente dann. Und die Treppe nach oben. Ja, vielleicht wird das hier in der Abfolge dann später besucht. Carnos Zimmer war ein Traum in Blutrot. Anders konnte man es beim besten Willen nicht ausdrücken. Vermutlich war es der prachtvollste Raum im gesamten Haus. Das Zentrum des Prunks. Die Wände waren mit weinroten Stofftapeten versehen, die Decke ebenfalls. Der Boden bestand aus rotem Parkett. An den Wänden hingen vergoldete Leuchter mit roten Kerzen. Üppige Vorhänge hingen herab, auf dem Boden lag ein großes Bärenfell. An der Wand hing ein fast lebensgroßes Gemälde von Zoltan. Es gab ein Dutzend große chinesische Vasen mit verschlungenen Motiven. An der Westwand des Raumes thronte ein Bett, ein großes Doppelbett mit massiven gedrechselten Pfosten. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht sein eigenes Zimmer mit seinem eigenen Gemälde hatte, in rotem Samt mit einem... Kamin, Bärenfell. Ich habe für mich jetzt auch eine mentale Note gemacht in meinem Wortschatz. Gedrechselter Pfosten. Ja, das ist auch so. Das kannst du für alles benutzen. Das kannst du jemanden beleidigen. Du gedrechselter Pfosten. Ja, ich kann das für meine Sexanrufe kann ich das benutzen. Ja, jetzt nehme ich deinen gedrechselten Pfosten zwischen meine Arme und reibe ihn. Also es ist ein und druckste ihn. Und ich dachte, den kann man sich alles so zusammensuchen für wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, tut mir leid. Und ich mache Schreiner Sex Talks. Also muss man dazu sagen, es sind keine erotischen, sondern wir bauen zusammen Tische zum Beispiel. Ist das die Hobel Hotline oder so? Mann, ey, wo hast du das denn jetzt her? Hobel-Hotline. Naja, wo gespannert wird, da fallen Hobel. Ja. Daneben standen eine wuchtige Kommode und ein Sekretär aus hellem Nussbaumholz, auf dem eine schmale Holzschatulle ihren Platz gefunden hatte. Mehrere Sessel standen herum, von denen die meisten jedoch noch immer mit den weißen Laken abgedeckt waren, unter denen sie über Jahre hinweg vor dem Staub und dem Alter geschützt gewesen waren. Der hat's mit seinen Bandwurmsätzen echt. Adrian nahm sich einen Moment, um die edle Atmosphäre, hier stand edle, aber ich hab, Atmosphäre des Zimmers auf sich einwirken zu lassen. Dann ging sie hinüber zum Sekretär, öffnete neugierig die Schatulle und fand darin neben einem silbernen Herrenring mit einem eingefassten gelben Tigerauge ein silbernes Zigarettenetui. Sie nahm das Etui, sagt man, ne? Etui. Und es hört sich so französisch an, hieß es wahrscheinlich auch. Etui. L'Etui de Cigarette. Sie nahm das Etui und klappte es auf. Es enthielt drei Zigaretten, von denen ein starker, süßlicher und zugleich... Zwei Zigaretten? Drei. Eigentlich hätte ich den Satz so machen müssen, ja? Sie nahm das Etui und klappte es auf. Es enthielt eine Zigarette, zwei Zigaretten, drei Zigaretten. Von denen ein starker, süßlicher und zugleich sehr bitterer Tabakgeruch ausging, fast wie bei Zigarren. Aber das war vermutlich kein Wunder. Schließlich mussten die Kippen so alt wie Ronald Reagan sein. Mindestens. Adrian rümpfte die Nase und klappte das Etui wieder zu. Dann verließ sie das Zimmer nach einem letzten Blick auf das Gemälde des Magiers und ging den Gang hinunter zu dem kleinen Badezimmer, das noch vor Ende der Woche Dons neue Dunkelkammer werden sollte. Ah, wo der geschraubt hat einfach eine Stunde Die Tür stand offen, sie trat ein und sah sich in dem Raum um. Viel gab es jedoch noch nicht zu begutachten. Die Wände waren bis auf ein paar frisch montierte Regale kahl. Links an der Wand stand ein alter Tresen, auf dem mehrere leere Blechschalen standen, die später Entwicklerflüssigkeit und andere Chemikalien aufnehmen sollten. Säure zum Beispiel. Säure, ja, und hier Abflussreiniger. Ja, ja. Eine ganze Episode haben wir den fucking Abflussreiniger gesucht, ne?
Ja. Fortschritt. Die andere Seite der Kammer wurde von einem wuchtigen alten Waschbecken beherrscht, auf dem Don sich mit großem Eifer zu schaffen machte und später auch sich an Adrian zu schaffen macht, auf dem großen Waschbecken. Mit einem großen Schraubenzieher werkelte er am Wasserhahn herum. Don war so in seine Arbeit vertieft, dass er Adrian nicht bemerkte. Erst als sie sich in verführerischer Pose am Türpfosten rekelte und sich dezent räusperte, hüst, hüst. Die hat's doch gewollt. Die ist selbst schuld. Ja. Hat's quasi dann so umschrieben. Hat's provoziert. Sah er auf und rutschte unvermittelt mit dem Schraubenzieher ab. Die flache, schmale Spitze schrammte über seinen rechten Handrücken. Auf der Stelle quoll Blut aus dem Schnitt. Verdammte Scheiße! Zischte Don. Fluchend schüttelte er sich die verletzte Hand. Es wird viel geredet in diesem Buch. In der Luft, es ist so alle 5 Seiten mal ein Halbsatz. Adrian eilte besorgt zu ihm. Lass mich mal sehen, sagte sie und griff vorsichtig nach seiner Rechten. Blut tropfte zwischen seinen Fingern zu Boden, doch die Wunde war nicht so tief, wie sie hätte sein können. Der Schnitt hatte bloß die Haut geritzt. Vermutlich brauchte er nicht einmal ein Pflaster. Halb so wild, sagte sie und ließ ihn los. Bis zu unserer goldenen Hochzeit sieht das kein Mensch mehr. Halb so wild. Das habe ich schon gelesen. Verdammter Schraubenzieher, meinte Don unwirsch und warf das Werkzeug auf den Tresen, um ein Papiertaschentuch um die verletzte Hand zu wickeln. Der Abfluss ist dicht, erklärte er dann. Ich habe versucht, den Wasserhahn abzumontieren, aber das Mistding sitzt bombenfest. Jetzt ist er gerade General Forbit geworden, glaube ich. Ja, genau. Dantella? Nee, glaube ich nicht. Und jetzt, fragte Adrian. Ich weiß nicht, ich schätze, Abflussreiniger müsste gehen. Haben wir welchen? Er sah sie an. Da ist der Abfluss. Jetzt kommt 30 Seiten Abflussreiniger wahrscheinlich. Er sah sie an. Ja. Sie schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht. Schlimm. Don zuckte mit den Schultern. Nö, dann muss ich es eben, gehen. Warte nochmal 2 Tage. Ja. Er nahm einen anderen Schraubenzieher vom Tresen, ging in die Knie und kroch unter das Becken. Auf dem Rücken liegend machte er sich an den Rohren zu schaffen, aber es war sinnlos. Die alten Leitungen, die seit Ewigkeiten nicht gereinigt oder gar ausgewechselt worden waren, waren völlig verstopft. Wenn er mit dem Schraubenzieher gegen das Metall klopfte, hallte es nicht einmal. Adrian beugte sich zu ihm runter. Kann ich dir irgendwie helfen? Don nickte. Ja, du kannst mir mal das Ding da geben. Er deutete auf den großen Schraubenschlüssel, der auf dem Tresen lag. Adrian reichte ihm das Werkzeug unter die Spüle. Danke. Danke, Liebes. Don schob sich weiter unter das Wasch... Unter das Wachbecken hat er sich geschoben. Oder es ist ein alter Begriff, den wir nicht kennen, aus dem Feuilleton. Achso, es ist so, wenn jemand zu lange schläft, dann wird man einfach ins Wachbecken gelegt. Ja, oder ja, sowas. Da wurden die reingelegt zum Aufwachen. Beim Krankenhaus früher. Ne? Du weißt, die haben ja auch so um die Jahrhundertwende damals noch dann so Blutegel verwendet und einfach mal, sie haben den Fingernagel abgebrochen, Amputation, ne? Und dann so, da gibt es auch Wachbecken. Ja, ja? Das klingt wie, als wäre es mein Job gewesen. So Fingernagel, Amputation. Bevor er überhaupt, was meinen Sie damit? Patsch, schon weg. Verstehst du? In dem Moment habe ich ihm schon... Ja. Da gibt es einen sehr tollen Webcomic. Wenn ich den irgendwann mal finde, werde ich den mal Sebastian zuschanzen, dass er den noch verbauen kann. Ja, auf jeden Fall. Immer weiter. Ja. Er schraubte, danke Liebes, das Wachbecken, um besser an die Rohre herankommen zu können. Wann wirst du denn mit der Dunkelkammer fertig? Fragte sie. Er schraubte mit dem Schlüssel eifrig an einem Rohr. Das heisere Quietschen von rostigem Metall erklang. Ey, das ist genau das, was man die ganze Zeit sieht, wenn man reinkommt. Ja. Ist down. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Und dann auch akkurat umschrieben hier, vermutlich in 3 oder 4 Tagen, keuchte er angestrengt. Passt sogar, oh Gott. Wie ich schon sagte, ich hoffe, noch in dieser Woche. Danach muss ich mich nämlich schleunigst um diesen Job für Newsweek kümmern. Sonst setzen Sie da einen anderen dran, womöglich Penrise oder so. Er schielte zu Adrian auf. Hattest du übrigens irgendetwas Bestimmtes auf dem Herzen? Sie nickte und holte das Zigarettenetui hier vor. Das hier habe ich in Soltans Zimmer gefunden, erklärte sie. Willst du das vielleicht haben? Drei alte Kippen. Don betrachtete das Etui und nickte. Klar, leg es auf die Abseite. Das kenne ich auch nicht, auf die Abseite legen. Rutsch. Ja, wir müssten mal die Wörter zählen, die wir hier nicht kannten. Fantastisch, da können wir wahrscheinlich ein eigenes Buch draufschreiben. Ja. Oder es ist so ein... Schreibe ein Buch aus diesen Wörtern. Vielleicht ist das so eine Dan Brown-Nummer, dann, wenn wir diese alle Worte zusammenlegen, dann erfahren wir den Sinn des Lebens. Ja, irgendwie sowas. Echt? Du bist da an was ganz Heißem dran. Ich sehe es mir gleich in Ruhe an. Danke, Liebes. Adrian lächelte. Dank Soltan, nicht mir. Oh Gott.
Danke, Soltan, sagte Don artig. Haltet's Maul. Es wurde im Spiel weniger geredet. Ja. Sie kicherte amüsiert. Da machst du dann auch jetzt immer die Bilder drunter, oder, von ihr? Ja. Weil sonst Don wird das ganz hart. Und Don zwinkerte ihr lächelnd zu und verschwand wieder bis zur Hüfte unter der Spüle. Adrian beschloss, ihn nicht länger zu stören und stieg in den zweiten Stock hoch, wo sich unter anderem auch ihr eigenes Schlafzimmer befand, das bis vor einer Woche noch die Rumpelkammer gewesen war und bald wieder zur Rumpelkammer werden sollte. Eigentlich wollte sie ins Schlafzimmer und versuchen, eine Weile an ihrem neuen Buch zu arbeiten, das sie vor 3 Tagen begonnen hatte. Phantasmagoria. Wahrscheinlich, das ist der Twist, das ist genau dieser Roman, den sie schreibt. Auf einmal stellte ich fest, das, was ich schrub, wurde auch wahr. Das ist doch klar, jeder coole Autor hat doch ein Pseudonym und ihr Pseudonym war halt eben Steve Whitten. Steve Whitten! Ja, das ist wie J.K. Rowling, wo jetzt auch rauskam, dass die sich einen männlichen Namen wie so. Horst Brack. Das war, glaube ich, der Name. Ja, das Horst Brack war es. Auch Horst Brack, der Bestrafer, musst du mal gucken. Ja. Okay. Eine Weile, 3 Tagen begonnen hat. Dann jedoch kam sie an der Tür vorbei, die hinauf auf den Dachboden führte, und ihr fiel ein, dass sie eigentlich vorgehabt hatte, heute rüber in die Stadt zum Makler zu fahren, um die restlichen Schlüssel zu holen, da sie festgestellt hatte, dass sich einige Türen im Haus nicht öffnen ließen, weil die Schlüssel fehlten. Das waren jetzt 9 Kommata in einem Satz. 9. Ja. Ich werde hier geschlagen, wenn ich 2 habe. Deswegen mache ich in meinen Texten nie welche und lasse die dann andere einfügen. Das ist meine Taktik. Du löst das im Schnitt dann einfach. Ja, andere soll lösen das im Schnitt, genau. Darum ging sie nur kurz ins Schlafzimmer, um die Wagenschlüssel zu holen und sich eine Jacke überzustreifen, bevor sie wieder nach unten ging. Nach einem Zwischenstopp, um Don zu sagen, dass sie kurz in die Stadt fuhr, was er mit einem geschäftigen Brummen zur Kenntnis nahm, wanderte sie hinunter ins Erdgeschoss, öffnete die linke Türhälfte und trat hinaus ins Freie. So, warum muss es die linke Türhälfte sein? Weil es genau die ist, die man im Spiel aufmacht. Ja, und rechts könnte man natürlich wieder falsch interpretieren. Es hätte dieses links nicht gebraucht. Sie öffnete die Tür und ging raus. Wie wäre einfach nur, sie ging raus? Fertig, aus, ja. Schnitt, sie ist im Schnittmakler. Ja. Schnittmakler. Ja. Die Luft war kurze Reise später ist sie beim Makler. Und Die Luft war frisch und klar, wie man es von einem Herbstmorgen im neuen Gland erwartet. Ach, Neuengland. Neuengland, nicht das neuen Gland. Oh, hier ist schön im Gland, im neuen Gland. Brüh im Glande dieses Glückes. Brüh im Glande dieses. Der Geruch von Erde, Regen und dem nahen Atlantik vermischte sich mit dem Duft der Tannen, die rings der kreisrunden Auffahrt verliefen. In den Zweigen zwitscherten Vögel. Zwitschi, zwitsch. Zwitsch, zwitsch. Zwitsch, zwitsch. Adrian schloss die Eingangstür hinunter und stieg auf die 3 breiten Stufen zur Auffahrt hinunter. Der silbergraue BMW parkte vor der alten Scheune und mit dem hölzernen Doppelportal. Sie öffnete die Fahrertür, stieg ein und schob den Schlüssel ins Zündloss. Leider hatte das keiner. Ich dachte bei Schob wirklich jetzt. Schob das Auto, ja. Was denn nach lieber? Jawohl, das kommen wir jetzt. Ich hab's in meinem Kopf so mittlerweile drin. Sie schob den Schlüssel ins Zündschloss. Leider ging das Auto nicht an, aber zum Glück kamen 4 emsige Männer und schoben das Auto aus dem Bild. Ach, Moment, nee, ich habe mich verlesen. Der Motor erwachte mit einem satten Schnurren. Sie kuppelte. Legte den ersten Gang ein und rollte das Autofahren komplett. Ja, komplett. Also wer noch nicht Auto fahren kann, ja, jetzt wird genau beschrieben, wie man Auto fährt. Sie kuppelte, legte den ersten Gang ein und rollte langsam die kiesbestreute Auffahrt hinunter durch das schmiedeeiserne Tor. Während Carnovage Estate im Rückspiegel kleiner wurde, wuchsen beiderseits der schmalen, asphaltierten Straße, die im Grunde kaum mehr als ein besserer Privatweg war, kräftige alte Pinien in den Himmel. Dazwischen konnte man immer wieder das tiefblaue Funkeln des Ozeans sehen, das die Insel umschloss, wie die Goldfassung eines Rings den Edelstein. Was? Die Goldfassung eines Rings den Edelstein. Ach, okay, den Edelstein umschloss. Okay, ich lese noch hier, bis er zum Makler kommt und dann wechseln wir auf. Dann bist du dran, dann machen wir fliegenden Wechsel. Na gut. Bis zum Makler, es dauert doch garantiert noch 12 Seiten. Ja, ich denke auch, die muss ja erstmal ankommen. Adrian ließ sich in den Reifenpanne oder so. Adrian ließ sich in den Sitz senken und genoss die frische Luft, die durch das heruntergelassene Fenster hineindrang.
Für die Jahreszeit war es ungewöhnlich warm, besonders für diesen Teil Neuenglands. Neuenglands. Indem man wegen des kalten Windes, der vom Meer herantrieb, ab Mitte-Ende September eigentlich nur noch mit Rollkragenpullover und Schal aus dem Haus gehen konnte. Draußen über den Buschen längs der Straße tanzten Mückenschwärme in der Sonne. Nach einem halben Kilometer tauchte hinter einer Kurve die lange Holzbrücke auf, die Insel mit dem Festland verband. Adrian ging ein wenig vom Gas. Die Holzbohlen polterten rhythmisch unter den Reifen des Wagens. Polter, polter. Das ist echt lustig, weil das ist wirklich im Spiel, also er hat sich bisher an alles im Spiel gehalten. Ja. Aber hier hat er so, oh Mann, das ist mein Fenster. Hier in diesen, wo das Auto aus dem einen Bild rausrollt und ins andere rein. Dazwischen kann ich jetzt aber literarisches Gold abliefern. Da kann ich mal richtig zeigen, wie dieses Land, wo wir fahren, aussieht. Da kann ich selbst sein, der nicht eben hier nur als Auftragspenner sozusagen rangeholt wurde. Natürlich schreibst du dich da aber auch wirklich mit dem Stil in der Ecke, weil wenn du nicht alles perfekt deskriptieren kannst, weil es im Spiel nicht vorhanden ist, muss er jetzt ja so weitermachen, sonst fällt es auf, sonst hast du ein Stil gebrochen. Fuhr raus und war da. Und war da, ja, das geht nicht. Wie, dieses Buch ist scheiße. Das geht nicht. Das war keine kongruent geschriebene Geschichte. Unmittelbar hinter der Brücke lag Nipa Vomset, ein kleines bedeutungsloses Küstennest, so winzig, dass man es lediglich auf Landkarten mit großem Maßstab fand. Hab ich ja immer noch bei Twitter als Heimatort. Hast du das nicht auch? Irgendein Problem gab es, wo ich das auf Nipa Vomset wechseln wollte. Stimmt, nee, ich wollte das bei Facebook machen und er hat Nipa Vomset nicht akzeptiert. Ja, okay, also auf Facebook geht es auch nicht. Ja. Das ist für die NSA dann schwierig. Das ist schwer, da kann ich nicht. Ja. CSI Nipa Vomset wird sich dann darum kümmern. NSA Nipa Vomset. Wir müssen Nipa Vomset finden. Da sitzt einfach einer in Nipa Vomset in einem Haus und dann, wie früher, wie die Frauen, die die Telefonweiterleitung gemacht haben, diesen Kabel noch. Ja, vor allem, da sind ja nur ein Dutzend Leute wohnen da. Also, da kannst du noch richtig. Es gibt wahrscheinlich nur ein Kabel und einen Anschluss und du sitzt da nur dran. Unmittelbar bedeutungsloses Küstennest. Im Grunde bestand der Ort bloß aus dem Leuchtturm, der sich rot-weiß inmitten einer Ansammlung flacher Holzhäuser in den Oktoberhimmel erhob und einem kleinen Hafen, der allerdings auch nicht mehr war als ein Holzsteg, der 20 Meter weit ins Wasser führte und als Heimat für 2 bis 3 alte Fischerboote diente. Oh, 2 bis 3. Ne? Keine konkrete Zahl. Dennoch, mal mehr schätzen bei der Anzahl. Ja. Wie viele Schiffe haben Sie zu verkaufen? Ja, so 2 bis 3. Wie viele Kinder haben Sie? Ja. 2,5. Dennoch besaß Nipa Vomset zweifellos einen gewissen Reiz. Vor allem nach der hektischen Großstadt, in der Adrian und Don die letzten 3 Jahre zusammen gelebt hatten. Hier floss das Leben so vor sich hin wie ein Gebirgsbach, plätschernd, gemütlich, ohne Hast. In Boston waren die Menschen immer in Eile. Sie mussten hierhin, hatten dies und das zu erledigen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Weichheit. Lass mich vorbei, ich habe dies und das zu erledigen. Sie wollen da und dahin. Doch hier nahmen sich die Leute Zeit. Vielleicht, weil sie im Gegensatz zu den meisten Städtern begriffen hatten, dass jede Minute, die sie mit Eile verschwendeten, eine Minute war, die sinnlos vergeudet worden war. Vielleicht auch einfach, weil sie auf der fucking Insel nichts zu tun haben, weil es da nur einen Laden gibt. Ein Laden, der Silberscheiß verkauft, Tant, und ein Laden, der Gebrauchtwaren hat. Wo ein Riesenfass ist, wo man was findet für den Hundeknochen. Ja, genau. Vielleicht die Hundeknochen finden. Das ist, wenn du nur das machen kannst, ja klar. Oder von dem alten Mann dir Geschichten erzählen lassen kannst. Super. Ja, weil diese Minutennummer hier ist aber auch wieder sehr selbstreflektiv. Man könnte auch genauso sagen, ja, im Gegensatz zu den meisten Büchern hatten die Leser begriffen, dass jede Minute, die sie hier weiter gelesen hatten, verschwendet war. Eine Minute, die sinnlos vergeudet wurde. Ich denke auch, da war wirklich, er selbst hat sich so ein bisschen reingeschrieben und ich gedacht, oh Mann, ey, das ist so eine Verschwendung. Das merken die nicht. Das merken die nicht. Versendet sich. Verliest sich. Soweit liest keiner, genau. Alter, ich dachte, ich lese noch eine halbe Seite, bis er da ist, aber... Oh Gott, wir haben erst die Hälfte von 30 Seiten. Ja. Oh Gott, das ist unglaublich. Adrian ließ die Brücke hinter sich und stellte den BMW am Rande der Häuseransammlung auf einem kleinen Parkplatz neben einem Hinweisschild für einen Privatweg ab. Luft holen. Der Motor erstarb widerwillig. Sie zog den Schlüssel ab und stieg aus dem Wagen. Dann bedankte sie sich bei den Männern, die sie bis dahin hingeschoben hatten. Wie kann ein Motor widerwillig ausgehen? Nein, ist immer so zwischendurch. Nee. Nein, du meinst. Nee, weil er nicht angeht. Nee.
Ja, siehst du, jetzt weißt du, was widerwillig, wie ein Motor widerwillig angeht. Ja, wie bei meinem Auto, ne? Ja, was gelernt, ja. Du dachtest, das wäre das normale Motorgeräusche. Das ist übrigens, kann man oft verwenden, wenn man dann Schnittsachen macht, das gleiche Geräusch für Lachen und für Motor, der nicht angeht. Dann hört es nicht immer an wie Peter Griffin. Das ist genauso, wie das Auto nicht angeht. Die Hände in den Taschen ihrer Jacke vergraben, schlenderte sie über den Parkplatz und weiter die Straße hinunter. Die Häuser gruppierten sich in einem Kreis um den Leuchtturm herum, wie Planeten um einen bestimmten Fixstern. Und auch wenn sich die Zahl der Geschäfte in Grenzen hielt, bekam man trotzdem alles, was man zum Leben brauchte. Ja, was man zum Leben braucht. Okay, ja, das sagt, Immobilien und Knochen, ja. Es gab einen Gemischtwarenladen, vor dem ein großer Bassett dösend in der Sonne lag, ein Geschäft für Damen- und Herrenbekleidung, eine Videothek. Beides nicht. Damen- und Herrenbekleidung nicht gesehen, Videothek nicht gesehen, stattdessen war da eben dieser Antiquitätenladen und der Makler. Genau, in deren Schaufenster... Ja, kein Netflix? Die hat eine Videothek, aber keine Videorekorder wahrscheinlich. In deren Schaufenster Plakate für Filme warben, die in zivilisierten Gegenden bereits vor Monaten im Kabel gelaufen waren, und ein Antiquitätengeschäft. Ah. Adrian blieb einen Moment lang vor dem Schaufenster des Ladens stehen und sah sich die Auslagen an, doch der kitschige alte Silberschmuck war nicht unbedingt nach ihrem Geschmack. Möglicherweise gab es drinnen etwas, das ihr besser gefiel, doch unten im Fenster steckte ein Schild, das verkündete, dass der Laden geschlossen hatte und erst um 11 Uhr öffnen würde, in einer guten Stunde. Deshalb ging sie weiter und erreichte schließlich das Maklerbüro, das in einem kleinen himmelblauen Holzhaus direkt zu Füßen des Leuchtturms untergebracht war. Über der Tür prangte ein Schild. Robert Tompkins, Makler. Robert Tompkins, Batman. Adrian ergriff den Knauf, das unmelodische Bimmeln einer Kuhglocke, die über der Tür angebracht war, verkündete ihren Besuch. Muss ich erstmal mich bereit machen. Okay. Das bereit machen, Alter, dieses Deskriptive, das ist der Wahnsinn. Den Gehirnduden anwerfen für seltsame, heutzutage nicht mehr in Büchern benutzte Wörter. Ich muss dann, lies ruhig weiter. Ja, das ist gute Entspannung, wenn man dieses Buch gelesen hat. Als sie eintrat, sah der Mann, der hinter dem Schreibtisch saß, von seinen Papieren auf. Er war Mitte, Ende 40, klein und untersetzt. Weinroter Anzug mit weißem Hemd. Eine breite, braune Krawatte mit großem Knoten, die sich mit dem Rot des Anzugs biss. Er hatte... Entschuldigung, ich stelle mir vor, wie diese Krawatte sich so in diesen Anzug reinbeißt und da hängt. Er hatte sein schütteres, einstmals braunes Haar in dem hoffnungslosen Versuch, seine Halbglatze zu verdecken, quer über seine Platte gekämmt und mit feucht glänzendem Gel dazu gezwungen, dort zu bleiben, wo es war. Ach ja. Blaue, stinkende Schwabenzigarrenrauch waberten um seinen Kopf. Das Wort, das ihr bei seinem Anblick als erstes einfiel, war schmierig. Jetzt fühle ich mich fast ein bisschen selbst schmutzig, dass ich das so vorgelesen habe. Der Mann unterzog Adrian einer intensiven Musterung. Sein Blick glitt abschätzend über den Körper der jungen Frau. Dann, als er zu dem Schluss gekommen war, dass es sich durchaus lohnen könnte, seine Zeit mit ihr zu vergeuden, setzte er sein breites Grinsen auf, das sein pausbäckiges Gesicht spaltete wie eine Machete eine überreife Wassermelone und nahm die Zigarre aus dem Mund. »Hallo, hallo, junge Dame«, sagte er überschwänglich. Seine Stimme war ebenso schleimig wie sein gesamtes Auftreten. Jetzt muss ich ja eigentlich schleimiger reden. Ich erinnere, vielleicht kannst du dem vielleicht ein bisschen französischen Akzent geben. Hallo, meine Dame. Ich kann keine Akzente. Mach mal ein Beispiel. Na, was wollen Sie für mich tun? Hä? Na, also, was wollen Sie mich für mich tun? Bei dir wird es nämlich auch immer wieder. Erzähl jetzt nicht bei Jiddisch wieder. Ich weiß. Ich kann's nicht. Ich fühle mich auch nicht gut dabei. Na, was wollen Sie für mich tun? Huh? Sie trat unsicher, ich mache ihn wie Elvis, ja? Ja. Sie trat unsicher an den Schreibtisch ran. Makler Elvis. Sind Sie Bob Tompkins? Naja, so. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und in den Spiegel gesehen habe, war ich zumindest noch. Er ließ ein schrilles, gackerndes Lachen hören, in dem jede Spur von Humor fehlte. Nur mühsam widerstand Adrian dem Drang, gequält die Augen zu verdrehen. Mein Mann hat ein Haus von Ihnen gekauft. Der Makler bedachte sie mit einem anzüglichen Blick und rollte grinsend. Meine Güte, da ist doch nur der fucking Makler. Warum? Der muss sie doch nicht so angeifern. Der Makler bedachte sie mit einem anzüglichen Blick und rollte grinsend die billige Zigarre zwischen den Fingern. Zu schade, dass Sie einen Mann haben, Süße. Süße.
Adrian verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust. Eigentlich rechnete sie nicht wirklich damit, dass Tompkins diesen Wink mit dem Zaunfall verstehen würde. Mit seinem Zaunfall. Mit seinem. Eigentlich genau, er hat doch gerade geredet. Na gut, egal. Achso, nee, das Verschränken der Arme war der Wink mit dem Zaunfall. Es gab null Anwandungen im Spiel, dass überhaupt irgendwelche sexuellen Anspielungen drin sind. Das hat er nämlich gar nicht gemacht. Schon so ein schmieriger, also schleimiger Typ und er hat sich auch immer so angegeifert. Aber er hat sie nicht konkret angegraben. Er war einfach nur. Er war schleimig und er war ein bisschen so, ey, verpiss dich und lass mich in Ruhe, weil ich will hier weiter noch mir die Hunde draußen angucken. Ja, er hatte keine Hose an, das ist wahrscheinlich der Grund. Er saß da am Schreibtisch, wollte eigentlich... Eine hosenlose Frechheit. Sie hatten gerade Internet bekommen. Steht hier nicht, aber jetzt habe ich improvisiert. So, wieder erwarten verblasste sein Grinsen rasant. Stattdessen machte sich ein mürrischer Ausdruck in seiner Miene breit. Verdrossen kaute er auf seiner Zigarre herum und deutete auf den Stuhl, der vor dem Schreibtisch stand. Nehmen Sie Platz. Danke. Adrian ließ sich auf den Besucherstuhl sinken und schlug die Beine übereinander, während der Makler auf seinem Bürostuhl hinter dem Schreibtisch zu dem metallenen Aktenschrank rollte, der dahinter an der Wand stand und eine Schublade mit Mappen und Unterlagen aufzog. Das Rollen. Nur sagen Sie, und wie heißt Ihr Mann gleich nochmal? Arschloch. Steht da Arschloch? Tompkins sah aus. Ja, ist ja wirklich so. Tompkins sah auf. Seine Stirn lag in Falten. Und wie bitte? Offenbar glaubte er sich verhört zu haben. Normal. Und wie war das? Adrian lächelte liebenswürdig. Lachte. Gordon. Donald Gordon, gar nicht Arschloch. Haben Sie falsch verstanden? Also Gordon. Tompkins beugte sich über die Schublade und schaute die Unterlagen durch. Seine Finger glitten über die Vermerke an den Aktendeckeln, während er die Namen der Kunden halblaut vor sich hin murmelte. Gibson, Gibson, Gleason, Gordon, Saddam, Osama. Genau. Hätte man ein paar gute Gags eigentlich anbauen können. Ja, wirklich. Aha, Donald Gordon. Seine Finger verhakten bei einer Mappe. Da haben wir den Schlängel, ja. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er wirklich so viele Kunden hat. Dass er ja so auf der Insel ist. Ich meine, es sollen da 5 Häuser stehen und der liest ja, allein 4 Namen mit G. Vielleicht heißen die alle G. Also sind alles mit G. Im Endeffekt war eine Zeitung drin und er hat einfach nur Namen dann abgelesen, die er gerade so aus dem Namensregister für Babynamen sind. Oh, ich muss irgendwie wichtig klingen. Ja. Ein Kunde allein ist natürlich nicht so geil. Lies ich nochmal ein paar vor. Er zog die Akte mit großer Geste heraus. Ja, ich glaube, das ist, wie wir das interpretieren, schon richtig. Rollte zurück zum Schreibtisch und schlug die Mappe auf. Sein Blick glitt kurz über die erste Seite. Dann sah er auf und betrachtete Adrian mit einem Blick, in dem sich Neugierde und Unwillen, so schien es, die Waage hielten. Ich merke aus dem Augenwinkel, wie du versucht hast, beides, und es war so fast die Waage halten. Ja, aber es ist dann so Sachen, die sich gegeneinander einfach so canceln, wenn du die versuchst, ja? Neugier und Unwille. Ja, sieht mir aus, wie ich muss aufs Klo. Oh, ihr seid die beiden. Ah nein, das sagt ja er. Oh, ihr seid die beiden, die den alten Karnevalsbesitz gekauft haben. Das heißt Karnevals. Du Ficker. Berichtigte Adrian geduldig. Karnevals, Carwash, Karnevals, whatever, Süße. Es war ein großer Hit in den 70ern. Carnivore. Genau, das war Carnivore. Carnivore, Baby. Yeah. Ja, und Leute, die in so einer Schlange ihre Häuser zum Waschen bringen. Und die werden dann gewaschen, die Häuser. Und das ist das Carnivore-Häuser. Also, ja, heute haben wir so Frauen in Bikinis, die mit ihren BHs dann das Ding waschen. Da waren aber Leute, die angezogen waren wie Magier. Ja? Und so Taschenspieler, die dann mit ihrem... Oh, ich würde das so gerne nachdrehen, weil das eigentlich so ein schönes Bild ist, wie so Häuser in diese Waschanlage fahren und dann so Leute, die aussehen wie Graf Zahl. Es ist einfach herrlich. Und du willst es nachdrehen? Ich will es nachdrehen. Es ist zu lustig, um es nicht zu drehen. Aber so eine Gruppe an Magiern, die Autowäscher sind auch so. Ja, die eine hat keinen Schwamm und wäscht das Auto dabei. Ne? Und dann, Moment, wie viele Karten hatte ich gerade hoch? Ja, genau, mit Zigarren waschen sie das Auto. Ja. Oh Gott. Aus dem Auspuff kommen dann diese ganzen Tücher da raus. Der Vorhang ist auch so ein altes Gemälde von Karnevasch. Weißt du, vorne und hin fährst du so durch so ihn in seinem roten Smoking. Sie sind nun sauber. So, jetzt aber. Das Auto ist jetzt rein. Es heißt Karnevasch. Ja, nee, da waren wir ja schon. Ja. Spielt doch keine Rolle, oder? Viel wichtiger ist ja doch, wer Sie sind. Aha. Aha. Das Aha steht hier wirklich. Das habe ich jetzt nicht Elvis mich reingehauen. Ja, vermutlich.
Ich habe den Mann zweimal getroffen, sagte Tompkins. Donald Gordon, er ist doch dieser berühmte Fotograf, der für all diese Illustrierten arbeitet, oder? Für Blitzeloo. Für Blitzeloo. Das war Newsweek, war es genau. Ja. Das gleiche Niveau. Er arbeitet für die Bäckerblume. sie nickte. Ist erfolgreich. Ja, er hat für ein paar Magazine gearbeitet. The Times, kennen Sie vielleicht? Haben Sie schon mal gehört? The New Yorker? Newsday? Hello? Na, alles Zeitschriften, die... Die haben alles mit News und Tageswörtern. Ich glaube, natürlich hat sich er nicht vorgestellt, der Steve Whitten Newsweek ist mittlerweile eingestellt, weil ich mich nicht irre. Ja, aber hier ist ja Newsday. Also nee, im Augenblick ist er mit einem Projekt für Newsweek beschäftigt, aber die wird in den nächsten Tagen eingestellt. Oh, ja, schade. Es konnte nur für sie von Vorteil sein, wenn er Respekt vor Don hatte. Und sie macht einen Riesenpenis. Nein, wie war das? Eine gedrechselte Platte. Das war irgendwann, ich weiß nicht mehr. Gedrechselter Pfosten? Gedrechselter Pfosten. Ja. Oh Mann, ey. Man merkt, ich brauche viel länger fünf Vorlesen wie du. Moment, jetzt bin ich, Tompkins kaute auf seiner erloschenen Zigarre herum. Na, das ist doch wunderbar, sagte er. Und Sie, junge Dame, was machen Sie so? Ich bin Autorin, sagte Adrian. Ich schreibe Romane. Oh, Romane, was? Tompkins schien nicht über die Maßen beeindruckt zu sein. Ohne die Zigarre aus der Hand zu legen, griff er nach der Tasse, die vor ihm zwischen den Papieren stand, und trank einen Schluck. Ich lese hin und wieder auch ganz gern mal ein Buch. Kriegsgeschichten, Western und solche Sachen. Ja. Er sah sie an. Was haben Sie denn so geschrieben? Jetzt wird immer englischer. Der Akzent wird immer beschissener. Sagt Ihnen der Titel Blue Moon Rising etwas? Oh, den habe ich gesehen, aber in der 16er Fassung ohne. Das klingt auch für mich wie Blue Moon. Ja, es ist eindeutig, was erotisch ist. Tompkins machte für eine halbe Sekunde ein nachdenkliches Gesicht. Das geht ungefähr so. War nur eine halbe Sekunde. Dann schüttelte er den Kopf. Und nicht, dass ich wusste. Adrian seufzt. Wundert mich nicht. Sie ist scheiß arrogant. Arroganter und asozialer als er. So, er sagt halt, nicht, dass ich wüsste. Ist ja wohl okay, oder? Er weiß es halt nicht. Und sie kommt in sein Maklerbüro und muss eigentlich mit seinen Spielregeln dann sein. Und hat sich auch noch so angezogen. Wirklich? Die will es doch. Tompkins lehnte sich in seinem Sessel zurück. Jetzt, wo wir die Förmlichkeiten hinter uns haben, meinte er, verraten Sie mir doch vielleicht, was Sie zu mir treibt. Ich meine, was wollen Sie von mir? Ha? Schlüssel. Erwiderte Adrian. Wie sie auch nur so, sie kann keinen ganzen Satz. Schlüssel. Arschloch. Tompkins runzelte verwirrt die Stirn. Schlüssel? Offenbar hatte er mit einer anderen Antwort gerechnet. Adrian nickte. Genau, Schlüssel. Mit was für einer Antwort hat er denn gerechnet? Ja, wahrscheinlich sowas wie, da spukst. Ich suche Sex. Ja, ich suche, I'm looking for Sex. Glitschig wie ein Aal. Sind Sie sicher, dass Sie uns alle Schlüssel für den Besitz gegeben haben? Es gibt da nämlich noch immer ein paar verschlossene Türen. Oh. Er schüttelte den Kopf. Kann eigentlich gar nicht sein. Ihr Mann hat alle Schlüssel von mir bekommen. Sind Sie sicher? jetzt verarscht sie seinen Akzent mittlerweile. So arrogant ist sie schon. Ja, das ist so Meta gerade eben. Ja. Egal. Tompkins Gesicht verdüsterte sich ein wenig. Und natürlich bin ich sicher, entgegnete er unwirsch. Wer redet jetzt? Das muss ich kurz überlegen. Also, aber bitte sehr, wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie doch selbst nach, Lady. Er deutete mit der Zigarre. Sehen Sie doch selbst klar. Hier ist eine Schublade voller Schlüssel. Kennen Sie einen davon? Er deutete mit der Schlüssel, mit dem Zigarre auf den Aktenschrank. Wenn es so mehr Schlüssel gibt, müssten sie da drin sein. Adrian starrte den Makler einen Moment lang ungläubig an. Wie eine vollgefressene Raupe saß er hinter dem Schreibtisch und machte keinerlei Anstalten, auch bloß den kleinsten Finger zu rühren. Okay, wir haben noch zwei Seiten. Schließlich erhob sie sich wutschnaubend, ging zu dem Schrank hinüber und kniete davor nieder. Mit flinken Fingern sah sie die Aktendeckel durch, schaute in die Lücken zwischen den Heftern, bis sie zwischen den Namen Hansen und Heffernan einen Ring fand, an dem zwei große alte Schlüssel hingen. Ich wollte jetzt versucht, Spannung reinzubringen. Das ist aber sehr, sehr schön, wie jetzt wissen wir, wo Hansen, die Gruppe, abgeblieben ist, auf Nipa Wumsitz. Hansen, ja, die hat man ja auch seit den 90ern nicht mehr gesehen. Im Aktenordner von Makler. Im Aktenordner von abgelegt und dann, bap. Ja, Harvey. Bap, 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 bap. Let us see.
da weißt du, was du jetzt zu tun hast, gell? Ja. Yeah, yeah! Ich finde, man soll ruhig mal ein bisschen was Aufwendiges machen. So unsere Köpfe auf den Hansen, Jungs. Ja, ja, genau. Mach mir alles zu ja, Moment, ja, Jungs? Wer hat denn diese scheiß Anforderung schon wieder? Ja, stimmt. Das ja, können ich, wir weiß, das. Ich weiß. Sie wog die Schlüssel abschätzend in der Hand. Dann hielt sie ihren Fund hoch und zeigte ihn Thompson. Alles Schlüssel, ja? Sagte sie ärgerlich. Und was ist das? Und zwei ziemlich große Schlüssel, sagte er gleichgültig. Achso, nee, Moment. Zwei ziemlich große Schlüssel. Adrian warf ihm einen giftigen Blick zu. Tompkins breitete demonstrativ die Arme aus, doch die Zigarre im Mund. Verklagen Sie mich doch, rief er spöttisch. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Nee, wäre es halt was? Nicht. Es wäre halt keine Möglichkeit. Die Schlüsse könnten die nicht aber auch den Hansons gehören? Ja, das ist ein, sie nimmt irgendwelche Schlüssel. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich Schlüssel nehme. Ja. Mir scheißegal, was die auch immer. Die gehören nur mir. Und dann geht sie wackelnd raus. Da kommt so Gangstermucke und Hose bis nach unten gezogen. It's good to be a gangster. Baum. Biatch. Baum, ja. Direkt an 1000 andere Schlüssel. Und wo immer sie es auch her hat, aber macht dann Mic Drop einfach. Das müsste man viel öfter, müsste man Mic haben, so ein Wegwerf-Mic, was man einfach mal droppen kann. Das müssen wir auch. Also wir gehen nachher durchs Video durch und notieren uns alle coolen Sachen, da haben wir wieder Ideen für Beiträge. Ja, zwei mindestens. So, Film beim Verklagen. Sie will ihn verklagen. Eigentlich dabei ist sie doch in seinen Aktenordner eingebrochen, sozusagen, in seinen Schrank. Okay, sie erhob sich, knallte die Schublade des Aktenschranks zu, droppte ihr Mic und ließ die Schlüssel in die Jackentasche gleiten, bevor sie zurück zum Schreibtisch kam, wo der Makler sich demonstrativ wieder über seine Unterlagen hergemacht hatte. Ich stelle mir das ungefähr so vor, so demonstrativ so. Blätter, Blätter. Okay, gut, dass wir alle dieselben Bilder im Kopf haben. Sie blieb vor dem Tisch stehen und sagte kein Wort. Schließlich schaute Tompkins irritiert auf. Noch etwas? Adrian nickte. Ja, sagte sie liebenswürdig. Es wäre wirklich nett, wenn Sie nach weiteren inexistenten Schlüsseln suchen könnten, die vielleicht noch zu unserem Haus gehören. Sie machte eine kleine Pause, dann sagte sie ruhig. Außerdem wollte ich Sie noch wissen lassen, dass ich Sie für ein über die Maßen arrogantes, selbstgefälliges, unhöfliches und durch chauvinistisches Arschloch halte. Aber heißt das, das Date ist abgesagt? Warte. Sie lächelte. Tompkins Unterkiefer klappte herunter. Die Zigarre fiel ihm fast aus dem Mund. Seine Miene spiegelte Verwirrung und Unglauben wieder zu den gleichen Zeilen. Er ist wieder so ein mit halb offenem Mund, wo die Zigarre noch drin hängt. Was haben Sie da eben gesagt? Fragte er scharf. Sie haben mich schon verstanden, sagte Adrian. Ich wiederhole es aber gern nochmal für die, die nicht zugehört haben. Außerdem wollte ich Sie noch wissen lassen, dass ich Sie ein für über die Maßen arrogantes, selbstgefälliges, unhöfliches und durch chauvinistisches Arschloch halte. Und danach lächelt sie vor allem. Das lächelt sie. Also sie kommt schlecht darüber als er. Sie ist echt eine echt unangenehme Person gerade. Ja. Ich meine, sie kennt ihn ja nicht mehr. Ich meine, der ist den ganzen Tag da am Arbeiten. Ja, so. Vielleicht hat er auch gerade nicht den besten Tag gehabt. Der Hund ist gestorben, die Frau hat ihn verlassen und jetzt kommt sie auch noch rein. Ja. Ne? Kotzt ab wegen Schlüssel. Ja, wegen dem Schlüssel, wo sie nicht mal weiß, ob der passt irgendwo. Ja. Ey, ja, hätte der Autor mir nicht gesagt, dass er der Arsch ist, wäre für mich die Sache klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. So, jetzt wird er aber, glaube ich, auch sauer. Mhm. Robert Tompkins sprang auf, seine Nasenflügel bebten. Mit einem Mal hat er sein Gesicht bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einer reifen italienischen Fleischtomate. Mit einem italienischen Reifen. Weil es aber ist darf auch nur die sein. Nee, nur eine italienische, ja klar. Verdammt, wie reden Sie eigentlich mit mir? Fall Sie böse an. Wie zum Teufel können Sie es wagen? Verklagen Sie mich doch. Okay, das war gut. Ja. Yeah, Beef Slap. Wieder, Mike. Ja. Klappen die Seite um. Adrian wurde verklagt und war nie wieder gesehen. Der Anwalt nahm mir alles weg, auch das Haus, selbst die Schlüssel zum Haus. Ja, da sind wir wieder. CSI, genau. Dabei, wir brauchen so ein Äquivalent für Anwälte. Gibt's nicht, gell? Lehns und Partner in Lieferbombset. Ellie McBeal, ja. Ja, so ungefähr. Oh, Lehns und Partner. Verklagen Sie mich doch, blablabla. Robert Tompkins starrte sie fassungslos an. Adrian wandte sich ab und ging zurück zur Tür. Bevor sie das Maklerbüro verließ und auf die Straße hinaustrat, wandte sie sich noch einmal um. Kommt jetzt auch eine Beleidigung. Aber wenn ich sie wäre, würde ich mir das recht gut überlegen. Denn eine Klage wegen sexueller Belästigung wiegt um einiges schwerer als Nötigung. Alter. Gedacht, die Zettel sind gleich schwer. Ja, was hat die denn, genau so ungefähr, was hat die denn für ein...
Was hat die für ein Problem? Bevor der Makler... er hat sie gemustert, okay. Bevor der Makler darauf irgendwas erwidern konnte, verließ sie das Büro. Die Tür fiel hinter ihr so heftig ins Schloss, dass das eingelassene Milchglas unheilvoll klirrt. Jeden einzelnen Hintergrund beschreibt er möglichst akkurat, aber hier erfindet er einfach mal 3 Millionen neuen Szenen dazu. Aber im Endeffekt war es ja, er holt das Ding raus, dann sagt sie, er legt doch einen Schlüssel. Dann sagt er, oh, einen Schlüssel hier, nimm. Und dann geht's raus. Das ist eigentlich voll komisch. Es gab also keinerlei Konflikt zwischen den beiden, nur ein bisschen die... Ja, die Charaktere waren zwar schon ein bisschen so in die Richtung, aber hatte nichts mit dem zu tun, was man im Spiel gesehen hat. Ja, es war auch irgendwie, ich meine, vielleicht war das im Originalspiel mal so gedacht, dass die sich richtig so, aber das ist ja nicht passiert, ja, und irgendwie... Nee. Ja, die hatten keinen guten Schauspieler, die es... Ja, vielleicht, stimmt schon, ja, aber schreien geht ja immer, das haben wir ja auch gelernt. Schreien geht immer und beleidigen. Ja, stimmt. Da muss man kein Schauspieler für sein. Hauen und Pappe. Genau. Wir haben übrigens, habe ich gemerkt, wir haben bis Seite 30 gelesen, es fing aber erst bei Seite 23 an, das heißt, eigentlich haben wir 7 Seiten gelesen in Teil 1. So. Nur mal so, just saying. Nein, wir haben keine 7 Seiten gelesen. Ja, aber guck, es fängt an, Also der Prolog okay, wir haben den Prolog. Oh, okay. Na gut. Weil wir haben da ja auch sehr ausführlich... 15 Seiten gelesen. 15 Seiten haben wir gelesen. Das heißt, und jetzt sind wir bei mehr. Jetzt sind wir so bei mehr sogar. 18, 19. Bei mehr sogar. Ey, ganz im Ernst, ich will jetzt nicht, ist nicht so, dass mir langweilig wird oder so, oder ich müde bin. Wirklich nicht, weil es ist sehr spannend, aber ich finde, das ist ein perfektes Ende. Ich glaube auch. Ich glaube, da kann man nicht, du bist auch noch da, du musst ja auch noch arbeiten, musst ja noch in unseren unterirdischen Zuckerfabriken anschaffen. Für unsere Ameisenherrscher dann. Ich werde in ihren Zuckerfabriken arbeiten. Und ich finde, ey, das ist geil. Das ist ein gutes Ende. Ja. Das war mal jetzt, da war mal Höhepunkte. Das war meine Höhepunkte. Diese Teil von das mal gelesen. Ja. Ich finde es schade, dass sie nicht beschrieben haben, was die ganzen Passanten machen, weil da waren noch immer lustige Passanten im Spiel. Die wurden kurz beschrieben. Da war ein Hund, da war ein Typ und das war's. Ja, aber da ging doch draußen gegen jemand. Ja, jemand vorbei, hat sein Klavier, sein Tragbares oder was auch immer dann so zusammengepackt. Ja, also. Ja auch der Bootsschrubber, der sein Boot die ganze Zeit schrubbt, was jetzt keine Metapher ist, sondern der halt das abfeilt. Der hat 2 bis 3 Boote, die er da am Schrubben ist. Ja, herrlich. Ja. Wir werden auf jeden Fall erstmal jetzt unsere Batterien aufladen müssen. Ich kann auch nicht mehr. Es ist einfach zu schlecht. Es ist einfach so ein Adjektiv-Overload irgendwann. Ne? Also es rutscht alles an mir nur noch dann vorbei und ich will sagen, der plastikbehangene Fernseher, der dort in der Ecke stand, thronte über dem Tisch wie ein Fernseher, der auf einem Tisch thront. Ja. Also, wie ein alter König des 14. Jahrhunderts, eben, so thronte er. Ich muss erstmal einen Reboot machen sozusagen im Kopf, bevor ich dann wieder mich darauf einlassen kann. Und ich will mir einen Akzent überlegen. Ich muss mir fürs nächste Mal, ihr könnt ja gerne in die Comments schreiben, welchen lustigen Akzent wir lernen sollen. Also, vielleicht einen britischen. Da müssen wir den Budi. Oh, das ist ja geil. Das mache ich. Ich hole den Budi her für die nächste Phantasmalesia-Runde und dann liest er was in britischem Akzent. Super. Der kann es besser als die britischen Briten. Ja, wirklich. Man hat ihn ja nicht erkannt bei der Awesome Turtle oder sowas. Ich hab's auch 3-4 Mal gesehen. Yelly Belly Landslider is heavily pregnant. The Yellow Bellied Landslider is heavily pregnant. Now it needs to find a safe spot on the beach to lay its eggs. It needs to hurry, because if the turtle doesn't get rid of the eggs in time, it'll burst like a bomb. Also das kann er schon sehr, sehr gut. Like a bomb. Ich kann das nicht. Er muss mir das mal beibringen. Dialekt-Tutorial mit Daniel Buhlmann. Ja, gut. Da ist schon wieder eine neue Reihe. Weißt du? 3 Gags für die Sendung, eine neue Reihe. Du kannst später so tun, als hättest du hier gearbeitet. Ja. Wir haben alle gewonnen. Und nur der Zuschauer hat verloren. Aber der will ja. Ja. Der will ja unbedingt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen respektive Zuhören mit unserem Mammut-Projekt hier. Wir tauchen hoffentlich relativ bald wieder auf, falls wir nicht von Steve Whitten umgebracht werden. Ja, der Herr der Ringe ist ein Scheiß dagegen, wirklich. Ein Scheiß. Nur die Headcrab wieder aufsetzen, warte mal. Das ist gut. Gehirnschnecken. So.